Ihr seid jetzt hier die bei den Flüchtlingen gelandet sind. Nicht, dass wir geflohen wären, aber wir reden heute darüber, wer denn so geflüchtet ist und warum und wieso und weshalb. Kurz gesagt, es geht um EAEs, ZUEs, ZKUs und ich habe mich bemüht, wenigstens eine Abkürzung einzuarbeiten, die ihr kennt. WTF, worum geht es überhaupt? Weil das Problem ist, ich kenne das selber, man wird im Moment überall vollgeschlagen mit diesen ganzen Abkürzungen und Begriffen und eigentlich weiß keiner genau, was passiert denn mit so einem Flüchtling, wenn er erstmal an der deutschen Grenze angekommen ist. Wo muss er hin, warum muss er da hin, was kommt denn jetzt alles? Einmal kurz zu mir, zur Person. Ich bin Nadja Reigl, wie der Toso vorhin unten schon sagte, bin Mitglied der Piraten seit 2012, bin seit 2013 im Vorstand in Dortmund, habe mich letztes Jahr in die Bezirksvertretung von Dortmund-Hörde wählen lassen. Dortmund-Hörde ist einer der wenigen Stadtbezirke, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, der eine Erstaufnahmeeinrichtung sein eigen nennt, in Anführungsstrichen. Ich sitze auch im Rat der Stadt Dortmund, genauso seit 2014, sitze da im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit, der sich mit Flüchtlingen, die uns kommunal zugewiesen sind, beschäftigt. Sitze auch im Ausschuss für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden, da kann ich mir die Reihenfolge der Begriffe nie merken. Da geht es unter anderem auch eben um die Erstaufnahmeeinrichtung, das heißt, egal wo ich mich in irgendwelches politische Gremium ich mich bewege, es geht ständig nur um Flüchtlinge. Darum haben wir heute auch das Thema Flüchtlinge in NRW und die aktuelle Version. Warum reden wir da überhaupt drüber? Da sieht man sehr schön, warum wir darüber reden. Ich habe als Beispiel mal Dortmund genommen. Ihr seht oben diesen kleinen hellen Teil. So viele Flüchtlinge haben wir 2012 zugewiesen gekriegt. Und wenn ihr euch dann den ganzen Kreis anguckt, das sind unsere Zuweisen 2015. Die Zahlen, die für diese Darstellung benutzt wurden, sind allerdings schon 3, 4, 5 Monate alt. Das heißt, im Moment ist es noch schlimmer. Ne, ihr könnt euch also denken, es geht euch allen wahrscheinlich genauso wie uns in Dortmund. Es werden mehr und immer mehr und die Zuweisungen lassen da im Moment auch nicht wirklich nach. Das heißt, das ist ein Thema, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Kurz gesagt gucken wir uns darum heute an. Erstmal aus der Heimat bis nach Deutschland. Welche Leute kommen nach Deutschland, welche gehen woanders hin? Danach gucken wir uns einmal an, wie kommen diese Menschen durch Deutschland überhaupt erstmal, bis sie bei uns in Nordrhein-Westfalen sind. Wenn Sie dann in Nordrhein-Westfalen sind, was hier mit Ihnen passiert, der Ausblick, wie es in Zukunft wahrscheinlich weitergehen wird und haben dann hoffentlich noch Zeit für ein bisschen Diskussion. Davon gehe ich aber aus. Momentan ist es so, dass weltweit ca. 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Das ist meines Wissens nach, solche Zahlen hatten wir noch nicht. Von diesen 60 Millionen sind allerdings, wie man hier in Blau sieht, das sind die Binnenvertriebenen, die ihre Heimatländer überhaupt nicht verlassen. Die Gelben sind die Geflüchteten, die es überhaupt so weit schaffen, dass sie die Grenze überhaupt überqueren. Das heißt, der größte Teil, ungefähr 2/3 der Menschen, die sich auf die Flucht begeben, landen weder hier bei uns in Deutschland noch in irgendwelchen anderen Ländern, weil die einfach nicht die finanziellen und auch gesundheitlichen Ressourcen haben, um das Land überhaupt erstmal verlassen zu können. Von diesen 60 Millionen sind ungefähr 50% unter 18 Jahre alt. Das heißt, wir haben im Moment einen unfassbar hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen, die halt auch in ihrer Heimat nicht bleiben können. Man sieht es im Moment ja auch, dass, also anfangs sind es größtenteils immer dieses Gerücht von wegen, es sind ja nur die jungen Männer. Ja, die jungen Männer sind aber halt teilweise einfach noch sehr, sehr jung. Das muss man sich halt auch vor Augen halten. Das sind eigentlich noch Kinder, die hier nach Deutschland kommen. Ich behaupte, selbst mit 18 ist man ja eigentlich noch fast ein Kind. Ja, täglich kommen dementsprechend bei dieser hohen Anzahl ungefähr 42.000 weitere Menschen hinzu, die ihre Heimat verlassen und sich auf die Flucht begeben. Und das sind, wie gesagt, tägliche Zahlen. Sie nehmen also nicht wirklich ab. Fluchtgründe sind in der Regel Krieg und Verfolgung, weil was ganz wichtig ist, was man beachten muss, Flüchtlinge sind nicht das gleiche wie Migranten. Die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, wie man sie immer so schön nennt, ich persönlich finde, ob ich jetzt wegen Hunger sterbe oder weil mich jemand totbombt, macht eigentlich keinen Unterschied. Tod ist tot. Aber rechtlich gesehen ist das ein Unterschied. Wer hier hinkommt, weil er kein Geld hat, ist ein Wirtschaftsflüchtling und damit ein Migrant und zählt nicht zu diesen ganzen Menschen, über die wir vorher gesprochen haben, nämlich zu diesen Geflüchteten. Ja, dann gucken wir uns mal an, wo gehen die Leute denn überhaupt hin? Ihr könnt da hinten wahrscheinlich die Buchstaben am Rand nicht so richtig gut lesen, das ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir sehen hier diesen kleinen türkisen Teil von diesem Kreis ganz links. Das ist der Teil der Flüchtlinge, die überhaupt nur nach Europa kommen. Die ganzen anderen Länder sind größtenteils irgendwelche Länder in den arabischen Ländern noch. Wir haben da sowas bei auch Afrika wie Äthiopien, Jordanien, Türkei, Iran, Pakistan, Libanon, das sind so die Hauptfluchtländer. Von den Menschen, die dann nach Europa kommen, ist es tatsächlich so, dieser größere Teil sind die Flüchtlinge, die wir in Deutschland haben. Das ist das, was der Rest der EU aufnimmt. Das sind jetzt allerdings auch wirklich einfache Flüchtlingszahlen. Man muss halt sowas bedenken, was ihr vielleicht auch schon mal gelesen habt, dass die Schweden zum Beispiel prozentual gesehen eigentlich viel mehr Flüchtlinge aufnehmen als wir, weil das Land kleiner ist, weniger Einwohner hat und dementsprechend der Anteil prozentual gesehen natürlich höher ist.
Hier sind jetzt einfach nur die reinen Zahlen genommen, also wie viele Flüchtlinge sind pro Land. Das heißt, was das betrifft, haben wir schon relativ viele. Das will ich gar nicht bestreiten. Wir haben aber auch ein sehr großes Land mit relativ vielen Einwohnern. Da relativiert sich das da wieder so ein bisschen. Und mit viel Geld, das kommt natürlich auch hinzu. Immer wieder viele. Ja, bei uns besonders. Wir kriegen das mit dem Kinderkriegen ja nicht hin. Ja, darum gucken wir uns jetzt an, welche Station macht so ein Flüchtling eigentlich in Deutschland so durch? Das Erste, was ihm passiert, ist der First Contact, häufig irgendwie an der Grenze, dass man das erste Mal mit irgendjemandem zu tun hat, weil man möchte hier gerne Asyl beantragen und muss das bei irgendjemandem tun. Danach kommt der Flüchtling oder geflüchtete Mensch für gewöhnlich zur Abfertigung, so nenne ich es jetzt mal ganz freundlich, in die Erstaufnahmestelle. Danach kommt er dann an in einer Sammelunterkunft, wird dann weiter zugewiesen in die Kommune, in eine kommunale Unterbringung und kommt dann hoffentlich zu Hause endlich in die eigene Wohnung. Und das möchten wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Der erste Kontakt, wie gesagt, findet für viele an der Grenze statt. Bei einigen ist es allerdings auch so, dass die von ihren Schleppern, Flüchtlingshelfern, Familienangehörigen, wer auch immer sie hierher gebracht hat, direkt quasi bis vor die Haustür der Erstaufnahmeeinrichtung gebracht werden. Aber diejenigen, die halt irgendwie zu Fuß, was ja mittlerweile auch vorkommt, mit dem Zug oder sonst wie kommen, die landen halt häufig in irgendeiner Form an der Grenze. Die ersten Ansprechpartner, mit denen die häufig zu tun haben, ist also erstmal dementsprechend die Grenzpolizei, an die man sich wendet. Die haben eine Uniform an, die erkennt man ganz gut. Oder auch Bahn- und Flughafenpersonal, das man irgendwie anquatscht. Manchmal, also wie gesagt, ganz allgemein Menschen in Uniformen, die sehen halt immer so ein bisschen offiziell aus. Es trifft aber auch durchaus mal Passanten. Das, was die alle immer gesagt kriegen, ist, geht zur EAE. EAE ist die Abkürzung für Erstaufnahmeeinrichtung. Da muss jeder hin, der irgendwie Asyl beantragen möchte. In der Regel ist es so, ich kenne das zumindest aus Dortmund so angenommen, der geflüchtete Mensch spricht jetzt also den Polizisten bei der Bahn an, der da am Bahnhof irgendwie rumsteht, dann drückt der dem für gewöhnlich ein Zugticket oder was auch immer in die Hand, damit er überhaupt erst nur zu dieser Erstaufnahmeeinrichtung anreisen kann, weil der muss da ja erstmal irgendwie hin. Wir in Dortmund haben dann gerne das Problem, dass unsere Erstaufnahmeeinrichtung nicht am Hauptbahnhof liegt, die schlauen Bundesbeamten denen dann einen Zugfahrschein geben, der sie bis zum Dortmunder Hauptbahnhof bringt und dann unsere klugen Menschen in der U-Bahn denen ein 40-Euro-Ticket, ich glaube jetzt sind 60 Euro, in die Hand drücken, weil sie ja schwarz gefahren sind. Muss man nichts mehr zu sagen. Wäre schön, wenn der VRR in Dortmund das irgendwann mal hinkriegen würde. Wir haben das auch im Rat schon mal angesprochen. Das sollte wieder weiter kommuniziert werden. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Dann ist der Punkt, wenn dieser arme Flüchtling an der Erstaufnahme eingekommen ist, steht ihm das bevor. Ihr könnt das jetzt da hinten wahrscheinlich nicht alles lesen, das ist auch nicht schlimm, wir gucken uns das genauer an. Aber das ist das grauenvolle Prozedere, das dem Flüchtling dann bevorsteht. Ich hatte ursprünglich noch die ganzen Bustransfers mit drin in dieser Grafik. Die habe ich dann aber rausgenommen, weil es dann nämlich doch so unübersichtlich wurde, dass man gar nichts mehr sehen konnte. So, wir sind jetzt also bei der Erstaufnahmeeinrichtung angekommen. Das ist unsere Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund. Kurz zum Foto sei gesagt, da steht überall ganz toll drin, Foto ist von Alex Völkel, dem Nordstadtblogger.de. Der hat gesagt, ja, ich darf seine Fotos benutzen, ich soll aber die Schrift bitte drin lassen, weil so ein bisschen Werbung hätte er gerne noch. Die hat er auch verdient, es ist eines der besten Nachrichtenportale, das wir in Dortmund haben. Komplett kostenfrei, aber der Alex macht gute Arbeit, darum die Werbung sei ihm gegönnt. Auf dem Foto sehen wir ganz schön die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Abkürzung dafür lautet, wie da oben auch so schön steht, EAE. Ihr seht, in diesem Gebäude haben wir drin die Stadt Dortmund mit dem Ordnungsamt, nämlich die zentrale Ausländerbehörde. European Home Care ist drin als Träger der Einrichtung. Die Diakonie ist da für die Verfahrensberatung und wir haben noch einen Sicherheitsservice. Sieht man auch ganz schön daran, welche Aufgaben diese Einrichtung hat, was außerdem eine Landeseinrichtung ist. Das heißt, sie wird komplett vom Land finanziert. Da müssen wir als Kommune ausnahmsweise mal wirklich nichts zusteuern. Das wird komplett übernommen. Theoretisch hat diese EAE folgende Aufgaben. Erstmal sollen die Leute nach Herkunft verteilt werden. Es ist nämlich so, dass nicht jeder Geflüchtete in jedem Bundesland auch bearbeitet wird sozusagen. Es ist so, dass es verschiedene internationale, also Ursprungsländer gibt. Da ist schon festgelegt, so, der muss nach Bayern, der muss nach Nordrhein-Westfalen, der muss sonst wohin, weil ansonsten sind nämlich auch gar keine Mitarbeiter da, die die Sprache sprechen. Wir haben die entsprechenden Formulare gar nicht in der Landessprache des Menschen vorliegen und sowas alles. Darum ist es also so, je nach Herkunft steht schon von vornherein fest, du musst in dieses und jenes Bundesland. Das ist eine Aufgabe, die die da übernehmen. Dann kommt als nächstes, eigentlich sollen die Leute dort ihren Asylantrag stellen können. Sie kriegen eine Erstberatung, darum ist ja auch die Diakonie im Haus. Es werden medizinische Untersuchungen gemacht, wie Röntgenuntersuchungen, um halt Tuberkulose und sowas ausschließen zu können. Und eigentlich ist angedacht eine Aufenthaltsdauer von ungefähr 3 bis 5 Tagen in diesen Einrichtungen, damit eben die Verfahrensberatung laufen kann, der Antrag in Ruhe gestellt werden kann und all sowas. Ganz kurz, das ist die Theorie, nur um das schon mal eben erwähnt zu haben. Du hast noch eine Frage. Ja, warte, ich habe mir sagen lassen.
Da kommen wir gleich zu. Okay, gut. Sehr passend. Ja, wir haben jetzt erstmal noch mal kurz einen Exkurs, den Königsteiner Schlüssel, von dem habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Ja. Der Königsteiner Schlüssel ist quasi das, womit die Quote berechnet wird zur Anzahl der Geflüchteten pro Bundesland. Ihr seht, das, was ich so ein bisschen rausgestellt habe, ist Nordrhein-Westfalen. Wir haben also tatsächlich eine relativ hohe Anzahl, die uns zugewiesen wird. Dieser Königsteiner Schlüssel wird jedes Jahr neu berechnet und setzt sich zusammen aus zwei Drittel daraus, wie viele Steuereinnahmen das Bundesland hat und zu einem Drittel daraus, wie hoch die Bevölkerungszahl des Bundeslandes ist. Da wir ein großes Bundesland sind, haben wir auch, wenn wir arm sind, viele Steuereinnahmen und relativ viele Leute. Darum kriegen wir auch viele geflüchtete Menschen hierher. Das Ganze wird in den EAEs mit einem Computersystem irgendwie erfasst, das sich EASY nennt. Ich weiß die genaue Abkürzung jetzt nicht mehr. Es war irgendwas mit Asyl, wie man aus dem ASI schließen kann. Aber das ist auf jeden Fall die Software, die die Einrichtungen halt benutzen, um die Leute erstmal einzupflegen und zu sehen, in welches Bundesland musst du, wie verteilen wir dich nach dem Königsteiner Schlüssel und sowas alles. Wenn ihr also mal über den Begriff EASY stolpert, damit ihr einfach nur wisst, wo kann man das denn ungefähr einordnen. Wir haben jetzt also gesehen, der Optimalverlauf in der EAE wäre, ich habe meine Herkunftskontrolle, dann bin ich hoffentlich in der richtigen EAE, vielleicht bin ich aber auch in der falschen und muss dann also in die richtige mit einem Bewusstseinstransfer überführt werden. Dann kommt dieses Aufnahmeprozedere und dann sollte ich in eine zentrale Unterbringungseinrichtung kommen. Jetzt gucken wir uns aber mal an, wie es denn tatsächlich aussieht. Tatsächlich ist es so, dass wir bis Anfang dieses Jahres genau zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen hatten, nämlich die in Dortmund und die in Bielefeld. Heute haben wir ja angeblich fünf. Zudem angeblich muss man dazu sagen, in Bad Berleburg, Burbach und Unnermassen haben wir auch noch eine Erstaufnahmeeinrichtung, die in Essen soll angeblich am 1.12. öffnen. Wir werden sehen, ob es passt. Der Punkt ist nur ganz einfach, diese Einrichtungen sind alle ohne zentrale Ausländerbehörde. Die zentrale Ausländerbehörde ist die, wo man seinen Asylantrag stellt. Das heißt, diese Menschen, die in Bad Berleburg, Burbach oder in Unnermassen sind, können ihren Antrag dort noch nicht stellen. Die werden also in eine zentrale Unterkunft gebracht oder in eine Notunterkunft, müssen dann aber wieder zurück, irgendwo anders hin zwischendurch mal, irgendwo zum Amt, um eben diesen Antrag stellen zu können, weil das da vor Ort nicht möglich ist. Aber zumindest können die dort schon mal medizinische Untersuchungen machen. Wir haben aber vielfach das Problem gehabt, dass diese Einrichtungen im Gegensatz zu der in Dortmund keine Quarantänestationen haben, was dazu geführt hat, dass die aufgemacht haben, es kam ein Kind mit Windpocken an und sie haben sofort wieder dicht gemacht. Entlastung in Dortmund hat es damit eigentlich nicht gegeben, weil die Dinger am Anfang die ganze Zeit nur zugewiesen sind, weil man es leider verpasst hat, einen Quarantänebereich einzubauen und darum dann leider direkt die Einrichtung wieder zumachen musste, weil man eine ansteckende Krankheit hatte. Ja, das hat zur Folge, dass immer noch über 80% aller Geflüchteten, die nach Nordrhein-Westfalen kommen, über unsere Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund gehen. Man kann sich vorstellen, das sind viele. Das sind so viele, dass wir ungefähr 17.000 Asylbegehren pro Monat allein in Dortmund haben und ungefähr 18.000 Bustransfers pro Monat. Man muss dazu sagen, unsere ursprüngliche Erstaufnahmeeinrichtung liegt in einem Wohngebiet, in einer Sackgasse, einer Anliegerstraße. Ihr könnt euch vorstellen, wie begeistert die Leute davon waren. Denen ist irgendwann vom Land ist dieser Einrichtung eine neue Zufahrt gebaut worden, die kann aber irgendwie nicht jedes Fahrzeug benutzen und kam nicht gut rum. Wir haben jetzt also einen neuen Standort aufgemacht. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen an, wie die Realitäten bei uns in Dortmund aussehen. Das Foto ist vom letzten Sommer. Das sieht so auch noch ganz schön aus, weil da war das Wetter nämlich schön, als wir leider keine Betten mehr frei hatten in der Einrichtung. Das passiert bei uns häufiger. Medizinische Untersuchungen sind in Dortmund mittlerweile nicht mehr möglich. Da ist einfach keine Zeit mehr für. Ihr habt gerade gesehen, bei den Anzahlen von Leuten, bei 17.000 Leuten, die da im Monat vorbeikommen, schafft man es nicht, die alle zu röntgen und alle da irgendwie abzufertigen. Das stockt total. Es ist keine direkte Antragstellung mehr möglich, einfach weil die Mitarbeiter die Kapazitäten nicht haben, nicht genug Mitarbeiter da sind. Die Einrichtung ist speziell im Sommer und im Frühherbst mehrfach geschlossen gewesen wegen Überbelegung, was wirklich heißt, die Leute, da standen Straßensperren, wir haben da wirklich die Polizei stehen gehabt mit richtigen Straßenbarrikaden und haben den Leuten vor der Tür schon gesagt, nee, geht wieder weg, fahrt nach Bielefeld, fahrt nach Bad Rehburg, ist uns egal, aber ihr könnt hier nicht bleiben, ist nicht. Teilweise sind die Leute nur wenige Stunden in der Erstaufnahmeeinrichtung, darum gerade zu deiner Frage, einfach weil die schnell wieder raus müssen, weil die Einrichtungsleitung weiß, es kommen gleich wieder neue Leute, wir haben die Kapazitäten auf dem Gelände nicht. Unsere Herzallerliebste, ich kann sie nicht sonderlich gut leiden, Ordnungsdezernentin hat die Einrichtung zeitweise auch einfach strategisch geschlossen mit Vorankündigung, wir machen montags immer dicht, damit wir überhaupt dazu kommen, irgendwelche von diesen Anträgen irgendwann mal zu bearbeiten. Weil die auch gesagt haben, wir haben also so viel Arbeit, wir kommen nicht mehr hinterher. Wir flehen das Jahr und den Bund seit Jahren an. Es ist nichts passiert. Wir sind jetzt einfach so überfordert, wir können nicht mehr. Ja, bitte. Ganz kurze Zwischenfrage. Ist noch niemand auf die Idee gekommen, das Prozedere zu vereinfachen und runterzufahren?
Da kommen wir nachher zu. Das Prozedere wird ja jetzt vereinfacht. Das ist aber nicht besser. Genau. Kurz gesagt, das System ist schlicht und ergreifend völlig kollabiert. Also wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wer sich bei uns mal eine Ratssitzung bzw. die passende Ausschusssitzung anhört. Unsere Dezernenten geben mittlerweile, also ohne noch irgendwas beschönigen zu wollen, einfach nur noch zu, System ist kollabiert, wir versuchen irgendwas, aber ist halt alles nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man kann es doch einfacher sagen, wir haben versagt. Ja, könnte man auch so sagen. Das Problem ist, wenn wir mich alle Flüchtlinge nach Dortmund schicken, alle, können wir hinterher diskutieren? Du hast nämlich kein Mikro, dich hört keiner. Ja. Verständnisfrage? Lauter? Nein, später. Zu dem letzten Bild habe ich noch was. Verständnis? Nee, ein Zusatz zu der medizinischen Untersuchung, wo du sagst, hier ansteckende Krankheit. Das ist sowieso eine Farce. Wenn die mit den Zügen ankommen und kommen in Dietrich Cornius Haus und werden von uns dann. Ja, wir haben aber, wissen wir nicht, ob wir Handschuhe anziehen sollen, ob wir Mundschutz nehmen. Das sowieso, aber viel schlimmer ist, wir haben letztes Jahr schon mal das Phänomen gehabt, wir haben Leute mit einer akuten TBC leider nicht röntgen können, haben das nicht mitgekriegt, haben die weitergeschickt in die nächste Sammelunterkunft und da leben hunderte Menschen auf engstem Raum. Ja. Das ist der Hauptgrund, warum wir die untersuchen müssen, weil wir schicken die in Lager, wo sie zusammengefercht sind und jede Krankheit sich in 0, nichts ausbreitet. Da ist jede blöde Kindergartenerkältung, Läuse in der Grundschule sind da nichts gegen. Also ich meine, das kennt jeder, wenn das Kind zur Schule geht. Ich weiß nicht, wie oft meine Kinder schon mit Läusen nach Hause gekommen sind oder mit sonstigen nervigen Krankheiten, mit denen man sich ansteckt. Und die sitzen da schon nur einen halben Tag. Die haben vernünftige sanitäre Einrichtungen und das alles. Das haben wir da alles nicht. Aber das heißt, wir sind jetzt vor allem schon an dem Punkt, wo wir also sehen, theoretisch sollte diese Herkunftskontrolle sein. Dann komme ich halt in die richtige oder in die falsche EAE. Dann kommt mein Aufnahmeprozedere. Nee, ist nicht, weil die kommen jetzt erstmal in die zentrale Unterbringungseinrichtung oder in die Notunterkunft. Hast du noch eine Frage? Ja. Soll ich euch jetzt einfach mal dieses scheiß Mikro geben? Vor hinterher hier. Hier ist ein rotes Knöpfchen. Ich weiß nicht, ob es an ist. Ich habe auf das Knöpfchen gedrückt. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, in Düsseldorf haben wir ja das Gleiche. Wird das Personal für eure Einrichtung von der Stadt bestellt oder untersteht es dem Innenministerium oder der Bezirksregierung Arnsberg? Also wir haben immer das Problem, dass unser Personal was machen muss, aber in Anführungsstrichen die Anweisungen von oben kommen und die sind teilweise katastrophal. Deswegen würde ich mal gerne wissen, weil wir jetzt nicht diese Erstaufnahme vom Land gegeben haben, sondern wir machen ja nur die Amtshilfe für Dortmund in Düsseldorf. Welches Personal sitzt da? Also euch unterstellt oder dem Land? Ich gebe zu, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich weiß, wir haben teilweise also mit Personal von der Stadt auf jeden Fall aufgestockt, weil wir das Problem hatten, dass die Mitarbeiter des Landes nicht mehr reichten und wir dann welche von der Stadt quasi freigestellt haben, dass die vorübergehend diese Aufgabe übernehmen, weil die auch immer das Problem haben, sie finden keine Leute, die sie einstellen könnten. Das heißt, zumindest zeitweise hatten wir da tatsächlich einfach beide sitzen. Also Leute, die theoretisch meines Wissens nach beim Land angestellt waren und städtische Mitarbeiter einfach nur, um die mal ein bisschen zu entlasten. Die Grundbesetzung war vom Land wenn Spitzen kamen, dann wurde von der Stadt aufgefüllt. Aber wie gesagt, Diskussion würde ich eigentlich gerne hinten anstellen, dass wir jetzt primär erstmal so Inhalt machen, wenn ihr. Ja. Diesmal habe ich nicht aufs Knöpfchen gedrückt. Ich weiß nicht, es kommt ja nur. Ist jetzt an, also ich weiß nicht. Ich spreche rein. Ja, gut, ich spreche einfach mal rein, in der Hoffnung, dass das aufgezeichnet wird. Jetzt genau an der Stelle zentrale Unterbringungseinheit Notunterkunft. An welcher Stelle werden, also kannst du das beantworten, an welcher Stelle wird die Schulpflicht erfasst, beziehungsweise wann wird überhaupt meines Wissens. Also ich weiß, dass sie ja zum Teil auch in normale Schulen gebracht werden. Also wann wird überhaupt mit einer Beschulung dieser. Theoretisch müsste sie sofort beginnen. Meine Erfahrung in Dortmund ist, also dass das erst bei den kommunalen Flüchtlingen irgendwann passiert und dann auch erst relativ spät. Den Punkt habe ich aber nachher auch nochmal so zumindest als kurz am Rande. Ja, kann ich. Gut. Dann haben wir jetzt also als nächstes. Ja, du hörst ja eh nicht, es wird ja nur aufgezeichnet. Nee, ich probiere nur, ob es an war oder nicht. Ja, aber das hörst du ja nicht. Das müsste ich. Nein, das wird nur aufgezeichnet. Ja, ja, das ist lieb für den Raum. Keine Lautsprecheranlage hier. Genau. So, wir sind auf jeden Fall an dem Punkt, wo der Flüchtling jetzt also das erste Mal irgendwo ankommt, wo er vielleicht mal ein paar Tage bleiben darf. Nämlich in der zentralen Unterbringungseinrichtung oder in der Notunterkunft. In beiden Fällen sind es Landeseinrichtungen. Das heißt, die werden auch vom Land gezahlt. Die Notunterkunft ist im Endeffekt eigentlich das gleiche wie eine zentrale Unterkunft, nur mit niedrigeren Standards. Also die einen haben keine, die haben gar keine mehr. Momentan haben wir, wie gesagt, zentrale
Einrichtungen in Bad Burbach, Bad Berleburg und Unnermassen. Eigentlich, ja, es ist, wie gesagt, auf der anderen Seite stellt der Staat es auch, beziehungsweise das Land es gerne da, es ist eine EAE und eine ZUE und überhaupt, also die sind wohl, keine Ahnung, die können auf jeden Fall alles. Ich weiß, die Stadt Dortmund wird jetzt wieder anfangen rumzumotzen. Alles, was keine Asylanträge bearbeitet, ist auch keine EAE. So, Punkt. Dann haben wir noch weitere 21 zentrale Unterbringungseinrichtungen. Die habt ihr vielleicht zum Teil auch in euren eigenen Kommunen. Man kennt das, das Land sagt, hallo ihr, übermorgen ist mir jetzt egal, ob ihr Platz habt oder nicht, ihr müsst irgendwas realisieren. Punkt. Meistens sind das dann aber diese hässlichen Notunterkünfte. Von denen haben wir mittlerweile auch ungefähr 200 Stück in diesem Lande. Die theoretische Aufenthaltsdauer in diesen zentralen Unterkünften sollte bei bis zu 3 Monaten liegen, nachdem die Leute in der EAE gewesen sind. Wir haben aber ja schon gesehen, häufig landen die da erstmal, bevor sie wirklich in der EAE landen. Und danach soll es dann die Zuweisung an die Kommunen geben. Hier machen wir nochmal einen kurzen Exkurs, weil wir sind jetzt nämlich an dem Punkt, wo das erste Mal theoretisch diese Menschen ja auch irgendwie Geld kriegen müssten. Nun ist es also so, wer in einer Sammelunterkunft wohnt, kriegt erstmal Sachleistungen. Das heißt, er kriegt einen Wohnraum zur Verfügung gestellt, er kriegt Nahrung zur Verfügung gestellt und eigentlich auch Kleider und so Dinge für den täglichen Bedarf wie Zahnbürste, Zahnpasta und all diesen Krempel. Hinzu kommt dann noch ein Taschengeld, das liegt bei einem Erwachsenen, je nachdem ob er Haushaltsvorstand oder die wievielte Person schon in der Familie ist, zwischen 113 und 143 Euro. Monatlich. Ach so. Diejenigen, die eine eigene Wohnung haben, kriegen auch dieses Taschengeld und nochmal dazu zuzüglich 174 bis 216 Euro, weil die müssen sich auch was zu essen kaufen und kriegen halt auch Miete, Heizung und Nebenkosten gestellt. Im Gegensatz zu einem normalen Arbeitslosengeld II-Empfänger in Deutschland aber zum Beispiel kriegen sie keine Mehrbedarfszuschläge. Sie kriegen keine Erstausstattungen gestellt, irgendwie bei Umzug, Babys, sonst irgendwas. Und was nicht mehr drauf passte, aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht verstanden habe, kriegen sie auch das Geld für Putzmittel nicht. Also so ein normaler Hartz-IV-Empfänger hat ja einen Betrag mit drin, wo es um Putzmittel und Reinigungsmittel geht. Der fällt bei denen aus irgendeinem mir unverständlichen Grunde weg. Und was ihnen auch nicht zusteht, ist das Geld, das wir noch haben, um mal Möbel nachzukaufen oder sowas. Es gibt ja auch noch einen kleinen Betrag, der halt irgendwie für Instandhaltungskosten und sowas ist. Das brauchen die ja auch nicht, weil die bleiben ja nicht so lange hier. Wir wollen die ja schnell wieder loswerden. Sowas haben die alles nicht nötig. Die brauchen keine neuen Möbel. Wenn die Couch nach einem Jahr kaputt ist, schieben wir die eh wieder ab. Ich weiß nicht, ob das der Hintergedanke ist, aber manchmal kommt es mir so vor. Hast du noch eine inhaltliche Frage? Mhm. Mhm. Genau dazu. Was ist denn mit ÖPNV? Weil viele von diesen Unterkünften sind ja nun nicht gerade stadtnah. Ist da auch irgendwas vorgesehen oder muss man das von diesem Taschengeld bezahlen? Das muss man auch, so wie jeder Arbeitslosengeld II-Empfänger auch, sollen die das schön von diesem Taschengeld bezahlen. Und als Arbeitslosengeld II-Empfänger kann ich dir sagen, das, was der Arbeitslosengeld II-Empfänger da kriegt, reicht auch schon nicht, um irgendwie Fahrtkosten zu bezahlen. Das heißt, da reicht das erst recht nicht. Weil, wie gesagt, die ja keine Mehrbedarfe, kein gar nichts, da ist halt nichts. Ja. Würde mich dann auch wieder interessieren, wie bei allem, was mit Bürokratie zu tun hat, ist schon angedacht, die Asylbewerber einfach so fahren zu lassen? Meines Wissens nach nicht. Das ist kommunal abhängig. Also in Wuppertal ist zumindest die Möglichkeit, je nachdem, da werden Vierer-Tickets von der BSW verschenkt. Also zur Verfügung gestellt, wie man es jetzt auch immer nennen will. Ich bitte um Diskussion mit dem Mikrofon, wenn es geht. Ja, gut. Aber guck mal, wie geht's weiter? Jetzt werden diese Menschen also endlich, nachdem sie eine, je nachdem wie lange Zeit, wie gesagt, theoretisch sollen es nur 3 Monate sein, das kommt aber in der Regel überhaupt nicht mehr hin, kommen sie also endlich in irgendeine Kommune, der sie zugewiesen werden. Das ist der Zeitpunkt, wo die Leute für gewöhnlich bei euch aufschlagen und dann zumindest erstmal eine gewisse Zeit da bleiben wollen. Da haben wir zur Auswahl. Entweder landen diese Leute in der zentralen kommunalen Unterbringungseinrichtung oder aber sie landen in irgendeinem Wohnungsvorhalteprogramm. Mittlerweile haben wir leider aber auch Notunterkünfte und dezentrale Übergangseinrichtungen. Ja, gucken wir uns erstmal an, wie wird das denn überhaupt finanziert, wenn die Leute jetzt also in eure Kommunen kommen. Ein Teil davon wird vom Bund finanziert. Der Bund zahlt ans Land 670 Euro monatlich pro Flüchtling. Das Geld geht aber ans Land, das ist dann also noch nicht bei der Kommune angekommen. Das muss nämlich das Land dann erstmal uns weitergeben. Jetzt ist im Moment die Diskussion, also mein letzter Stand der Dinge, mag sein, dass das schon wieder überholt ist, das war irgendwann im Laufe der letzten Woche, war, dass das Land den Kommunen angeboten hat, ihnen pro geflüchteten Menschen 10.000 Euro pro Jahr zu geben. Und es steht im Moment das Angebot im Raum, dass die UMFs, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, nochmal zusätzlich zu diesen 10.000 Euro pro Jahr 3.100 Euro mehr kriegen sollen, weil die Verwaltungskosten halt einfach entsprechend höher sind.
Meistens reicht das in den Kommunen aber nicht aus, muss man halt ganz ehrlich sagen. Die müssen meistens noch was draufzahlen. Dann kommt der nächste Punkt, wenn die Leute jetzt also endlich irgendwo angekommen sind, müssen die auch irgendwie gesundheitlich versorgt werden. Den meisten geht es ja gesundheitlich auch jetzt nicht so richtig toll, verständlicherweise, nach der Flucht. In den ersten 15 Monaten ist es so, dass die sowieso nur ein reduziertes Leistungsspektrum, wie das so schön heißt, bekommen. Das heißt, es gibt keinen Zahnersatz. Alle OPs, die nicht lebensnotwendig sind, werden erstmal verschoben. Also wenn es nur weh tut, ist halt Pech. Solche Geschichten wie, du brauchst irgendwie einen Rollstuhl, ja, vielleicht geben wir dir den allerbilligsten. Das muss aber erstmal nochmal vom Gesundheitsamt gecheckt werden, ob da wirklich ein Rollstuhl sein muss oder ob da nicht so ein paar dusselige Krücken reichen. Weil da wollen wir ja nicht zu viel reinstecken finanziell. Diese Menschen brauchen einen Behandlungsschein. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass die Kommunen Gesundheitskarten einführen. Ich kann aber sagen, wenn die anderen Kommunen sich ähnlich anstellen werden wie Dortmund, wird daraus nichts werden. Wir werden das in Dortmund nicht durchkriegen. Ich behaupte, in Dortmund wird es keine Gesundheitskarten geben, auch wenn das sehr traurig ist. Weil das nämlich bedeutet, dass die Leute immer noch dastehen und jeder sieht, du hast einen Zettel in der Hand, ich habe eine Versicherungskarte, du musst also irgendwie anders sein als ich. Die Stigmatisierung werden wir da also wohl nicht loswerden. In Dortmund wird schon relativ freundlich gehandhabt. Man braucht so einen Behandlungsschein pro Quartal. In Dortmund ist es üblich, dass diese Behandlungsscheine kurz vor Quartalsende postialisch an die Meldeadresse der geflüchteten Menschen geschickt werden, damit die eben nicht, wenn sie schon akut krank sind, sich erstmal hinstellen müssen, zum Gesundheitsamt müssen, sich ihren Behandlungsschein holen müssen, mit dem sie dann zum Arzt gehen können. Sondern es ist so, den haben sie also schon mal zu Hause liegen, damit sie den benutzen können. Da sind wir also noch. Naja, ich wollte gerade sagen, schon fast human. Wir sehen zwar noch nicht ein, dass wir dieses Stigmata mit der Gesundheitskarte irgendwie noch beseitigen könnten, aber ist ja schon mal ein Anfang. Ganz kurz noch, gezahlt wird das Ganze und umgesetzt vom Sozialamt. Du hast noch eine Frage und ich denke diesmal an das Mikro. Ja, meine Frage ist, in dieser ersten Zeit sind die ja in diesen zentralen Sonnenunterkünften und so weiter, also meistens in größeren Gruppen, nicht in einer Privatwohnung. Genau. Wie wird das realisiert, dass so ein Schein dann auch tatsächlich bei der Person ankommt, wenn doch die Meldeadresse so ein... Die Meldeadresse ist ja dann in dem Gebäude. Da sind ja Mitarbeiter, die kennen ja ihre Pappenheimer, behaupte ich jetzt einfach mal. Die legen die halt irgendwo... Also ich kenne es so bei der nächstgelegenen Einrichtung. Das funktioniert bei so vielen Leuten. Das anscheinend ja. Also bis jetzt habe ich noch keine Klagen gehört zumindest. Das Problem ist eher, wenn die Leute dann aus der Einrichtung ausgezogen sind und bei der Stadt aber noch nicht so ganz angekommen ist, dass die jetzt eine neue Adresse haben und dann die Unterlagen immer noch in der Einrichtung landen, obwohl die da schon gar nicht mehr wohnen. Wir hatten letztes Jahr auch irgendwie das Phänomen mit einer unserer Notunterkünfte mit den Brückmannhallen. Da wurde immer noch Post hingeschickt und das Ding war schon längst wieder zu. Die Leute haben ihren Abschiedebescheid gekriegt, theoretisch, hätten Einspruch einlegen müssen, konnten aber nicht, weil es an eine Adresse geschickt wurde, die Stadt schon längst wieder dicht gemacht hatte und solche Geschichten. Also da muss man sich da manchmal in den Kopf fassen. Da konnte dann aber ausnahmsweise die Stadt nicht zu, weil das hatte nichts mit Krankenscheinen zu tun. Ja, es ist auf jeden Fall dann so, sobald ein Flüchtling dann im 16. Monat angekommen ist, dann kriegt er auf einmal das normale Leistungsspektrum, egal ob er schon anerkannter Flüchtling ist oder sonst was. Dann kriegt er auch eine Gesundheitskarte, dann setzt das Ganze auch die Krankenkasse um. Gezahlt wird es aber immer noch vom Sozialamt. Das heißt, die Krankenkassen wenden sich hinterher ans Sozialamt und sagen hier, hallo, wir kriegen so und so viel Kohle von euch. Kann ich weitermachen, Robert? So, dann haben wir als nächstes die Einrichtung, die ihr wahrscheinlich schon alle kennt, weil die schon vorher da waren. Jede Stadt hat meistens schon länger bestehend irgendwo eine zentrale kommunale Unterbringungseinrichtung. Die guten Städte haben auch ein Wohnraumvorhalteprogramm. Diese zentralen kommunalen Unterbringungseinrichtungen, grauenvolles Wort, ZKU, das sind diese Dinger, die wahrscheinlich jede Stadt irgendwann schon mal gehabt hat. Man hat halt irgendwo auch in den letzten Jahren, als wir nicht so viele geflüchtete Menschen in Deutschland hatten, irgendwo diese eine Einrichtung, wo man die Geflüchteten halt abstellt. In manchen Städten ist es so, bei uns in Dortmund ist das immer der Fall gewesen, dass wir auch eine bestimmte Anzahl an Wohnungen, die in Stadteigentum sind, immer zurückgehalten haben, möbliert vielfach, damit die Leute dann auch wirklich direkt Wohnraum haben und damit man was hat, damit die sich halt nicht die ganze Zeit so wie Zootiere oder Massentierhaltung vorkommen, sondern damit die eine Wohnung haben. So sehen die Poststellen aus. Ja, bei uns sehen die schöner aus. Zumindest die ich kenne. Nein, aber das heißt, das sind die Einrichtungen, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Das sind kommunale Einrichtungen, das heißt, das liegt im Finanzierungsbereich der Städte und Kommunen. Wie genau die umgesetzt sind, wie die liegen, ist von Stadt zu Stadt sehr, sehr verschieden. Es gibt Städte, die setzen die gerne in das schäbigste Gebäude, das sie finden können, irgendwo tief in den Wald, damit die niemals jemand treffen muss. Ja. Es gibt Städte, die geben sich Mühe, denen einigermaßen vernünftige Unterbringungen zu geben. In Dortmund war es früher eigentlich noch relativ schön. Wir haben das sogenannte Grevendixfeld. Das ist eine Straße mit so einer alten Zechensiedlung, die quasi komplett der Stadt gehört und wo die Stadt halt ihre Flüchtlinge drin unterbringt. Also das heißt, die sitzen da eigentlich relativ frühzeitig schon direkt in einer Wohnung, sind zwar noch betreut gewesen und alles, aber haben so ein bisschen Privatsphäre gehabt. Man muss aber ehrlich sagen,
Dass die Menschen das Glück hatten, nach Grevendixfeld zu kommen, trifft heute kaum noch irgendjemanden, weil die Kapazitäten halt beschränkt waren und wir mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele weitere Einrichtungen noch haben. Aber Grevendixfeld ist noch auf, ne? Ja. Ja, ja. Sprich, wir haben es hier in der Regel meistens mit irgendwelchen Sammelunterkünften oder mit Wohnungen zu tun. Und häufig sind die Betreiber auch nicht die Stadt selbst, sondern irgendjemand Externes. Die Caritas, die Diakonie, wenn es ganz schlimm kommt, European Home Care oder wer auch immer halt. Ja, dann gucken wir uns jetzt nochmal an, wie viele Arbeitskräfte haben wir denn eigentlich in diesen Einrichtungen? Das ist nämlich dann besonders lustig. Wir stellen uns vor, wir haben eine Flüchtlingseinrichtung mit 100 Flüchtlingen. Darin arbeitet eine sozialpädagogische Fachkraft in Vollzeit, das ist meistens die Leitung, eine sozialpädagogische Hilfskraft in Vollzeit, also das ist häufig noch aufgeteilt. Also ich weiß, in den meisten Einrichtungen bei uns gibt es keine Vollzeitkräfte, weil die sich halt gesagt haben, wir teilen die Stelle auf und machen zwei halbe draus oder sowas. Dann haben wir weiter eine Hausmeisterkraft, eine Reinigungskraft und dann haben wir noch drei Sicherheits- oder Präsenzkräfte. Das war's an Mitarbeiterpersonal. Das ist das, was wir in Dortmund also haben. Also ich glaube, das darf sich jede Kommune selber... Genau, ich weiß, ich diskutiere ständig mit denen, dass das unter aller Sau ist und so nicht sein kann. Und ganz früher gab es wohl auch mal mehr in Dortmund, aber... Ja, ja, es gibt halt... Ich habe mal angefragt bei uns im Rat, wie es denn aussieht mit den Landes- oder Bundesvorgaben, weil ich mir gedacht habe, da muss es ja Vorschriften geben, da muss es ja Zahlen geben, wie viele Quadratmeter stehen denen zur Verfügung, wie viele Mitarbeiter muss es da geben. Nur sowas gibt es nicht. Es gibt keine Vorgaben vom Land oder vom Bund, wie man mit Flüchtlingen umgehen muss. Ja. Anscheinend kann man mit denen machen, was man gerne möchte. Das über 7 Tage die Woche, 24 Stunden haben wir da abgedeckt. Genau. Das muss man sich immer genau. Vor Augen führen. Das heißt, wir sind jetzt also schon mal bei dem Punkt, wo wir wissen, wenn es optimal laufen würde mit der Zuweisung, hätten wir erst die Herkunftskontrolle, dann kommen wir in die richtige vielleicht Erstaufnahmeeinrichtung. Dann kommen wir entweder in die zentrale Unterbringungseinrichtung oder Notunterkunft. Vielleicht haben wir auch das Glück, wir kommen direkt zum Aufnahmeprozedere. Nein, haben wir heute nicht mehr, aber wir bleiben mal bei der Fantasie. Dann würde theoretisch wieder eine zentrale Unterbringungseinrichtung folgen und dann käme noch schnell eine Zuweisung, eine zentrale kommunale Unterbringungseinrichtung, dann wäre ich in der Wohnung. Theoretisch. Ja, wir sind hier immer nur bei der Theorie. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht denn so eine Notunterkunft überhaupt aus? Bei einer Notunterkunft handelt es sich meistens um ein Sammellager in irgendeiner Form. Wir haben da häufig Einrichtungen, die halt in kürzester Zeit gemacht werden müssen. So, heute ruft das Land an, übermorgen kommen die Leute. Das heißt, viel Zeit hat man da ja auch nicht. Es gibt dort in der Regel keinerlei Privatsphäre. Die sanitären Einrichtungen sind häufig sehr mangelhaft oder liegen irgendwo draußen auf dem Hof. Besonders im Winter ist das immer ganz schön, wenn man da erstmal rumlaufen darf. Es ist keine Selbstversorgung möglich. Das heißt, es gibt meistens auch noch Essen vom ekligen Caterer, der auch bestimmt total auf die Landesgewohnheiten achtet. Und Raum für Freizeitgestaltung ist da halt auch nicht einfach, weil das räumliche Angebot eh sehr begrenzt ist. Dann haben wir noch die dezentrale Unterkunft. Das sind meistens städtische Gebäude, sowas wie ehemalige Schulen. Wir haben bei mir um die Ecke eine alte Polizeiwache, manchmal sind es auch Brandwachen oder was auch immer die Stadt da so an städtischen Gebäuden halt noch so über hat, was man noch halbwegs benutzen kann. Manchmal ist Selbstversorgung möglich, manchmal auch nicht. Ich weiß, ich habe eine Einrichtung bei mir um die Ecke, da ist Selbstversorgung, bei der anderen hat man es auch realisieren können, aber die haben viel zu wenig Herde für die ganzen Leute, weil das Gebäude so alt ist, dass ihnen nämlich sonst die Sicherung um die Ohren fliegen und sie nicht mehr Herde anschließen können. Jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Das Ausmaß an Privatsphäre ist dementsprechend in den einzelnen Gebäuden auch sehr unterschiedlich. Man kann sich vorstellen, wenn man ein altes Bürogebäude hat, da sind viele kleine Zimmer drin, da passen nicht so viele Leute ins einzelne Zimmer. In einer Schule kann ich ziemlich viele Leute in so einen ehemaligen Klassenraum unterbringen. Die sanitären Anlagen liegen dadurch teilweise auch draußen. Ich weiß, unsere alte Polizeiwache hat drinnen Duschen, weil Polizisten dürften halt auch manchmal duschen. An der Schule, speziell an der Grundschule, hat man meistens die Duschen dann wieder auf dem Schulhof stehen, weil da sind zwar Waschbecken und Toiletten vorhanden, aber wann duscht denn Grundschüler schon mal in der Schule? Das kommt halt eher nicht vor. Ne? Die Einrichtung ist in der Regel äußerst spartanisch. Ja, und hier haben wir jetzt mal so ein schönes Bild, wie das aussieht, wenn aus einer Sporthalle was gemacht wird, wo Menschen wohnen müssen. Ihr könnt da unten sehen, man sieht da schon, da werden gerade die Betten aufgebaut. Im Schnitt sind mindestens 8 Leute in einem von diesen, ja, wie soll man sagen, Holzverschlägen. Die Menschen haben da drin kein Tageslicht. Die Menschen haben da drin auch keine individuelle Beleuchtung. Das Licht ist entweder an oder es ist aus. Die Leute haben einen wahnsinnig hohen Geräuschpegel. Ihr kennt das, wenn man in so einer Sporthalle ist und da reden so ein paar Leute, das ist grauenvoll. Die räumliche Enge ist da natürlich auch noch eine ganz andere, dadurch, dass keine Fenster und kein gar nichts da ist, und kommt man sich da natürlich auch noch viel eingeengter drin vor.
Ja, das nächste, was wir mittlerweile haben, sind die sogenannten fliegenden Bauten. Da haben wir Traglufthallen, Leichtbauhallen und Zelte. Um das kurz zu erklären, eine Traglufthalle ist quasi sowas wie ein Zelt, das aber ein festes Fundament hat und wo noch mit so einer Belüftungsmaschine das Ganze die ganze Zeit irgendwie aufgepustet wird. Eine Leichtbauhalle, das sind diese Dinger, die wir da auch auf den Bildern haben, sieht ähnlich aus wie ein Zelt, hat aber innen noch so feste Wandelemente und sowas. Das Problem speziell bei Zelten ist, die lassen sich jetzt im Winter wahnsinnig schlecht beheizen. Das ist bei den Traglufthallen und den Leichtbauhallen schon ein bisschen besser. Vorteil an diesen Dingern allgemein ist, sie lassen sich wahnsinnig schnell aufbauen. Ja, Haken daran ist, ihr seht, wie es da drin aussieht. Das da rechts sind die Duschen. Mhm. Ja, schön, wenn man da duschen darf, die außerdem auf dem Hof stehen. Das heißt, man kann im Winter erstmal raus unter die Dusche, kann dann da duschen und mit seinen nassen Haaren und allem zurück. Und mir hat vor einer Weile mal jemand erzählt, speziell in dieser Einrichtung, ganz großartig, wenn man auf der B54, also an unserer jetzt frisch geöffneten Flüchtlingseinrichtung vorbeifährt, kann man ganz toll in diesen Bereich gucken, der extra abgedeckt ist für die Duschen, damit die Leute nicht spannen können. Von der Autobahn bzw. von der B54 kann man aber genau reingucken. Es gibt Unfälle, wenn die alle glotzen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir auch nur, das hat man ja clever gelöst. Ihr seht auch, wie gesagt, diese Zimmer, es sind halt wirklich Massenunterkünfte. Ihr seht da diese kleinen Spinde am Schrank. Da hat jeder eine so ein kleines Spindschränkchen. Da kann man all sein Hab und Gut drin unterbringen. Aber mehr haben die ja meistens auch gar nicht. Die haben Spinde. Ja, dann haben wir Container. Das ist mehr als die Leute, in denen ich habe. Das ist dann, ja. Bei Containern haben wir einmal im Moment das Problem, die Dinger sind kaum noch erhältlich. Also der Markt ist mittlerweile erschöpft. Die Dinger sind alle schon aufgekauft. Sie sind relativ gut heizbar, ja, das tut es aber bei allen, weil da möchte man ja Geld mitmachen. Ja. Auch die ganzen Wohlfahrtsverbände nehmen mittlerweile mehr dafür, dass sie eine Flüchtlingsunterkunft betreuen, so wohltätig sind die. Ja, sie haben halt auch den Vorteil, man kann sie modular aufstellen, aber wie gesagt, mittlerweile haben wir einfach das Problem auch in Dortmund. Wir haben jetzt die Traglufthallen gekauft, weil wir halt keine Container mehr kriegen, weil wir haben zuletzt Gebrauchte gekauft, weil neue gab es auch schon lange nicht mehr und auch gebrauchte Container gibt es auf dem Markt nicht mehr. Wir in Dortmund sind mittlerweile sogar so weit, wir haben Schiffe. Wir haben mittlerweile zwei Schiffe im Hafen liegen, wo Leute drin untergebracht werden, weil wir einfach keine räumlichen Kapazitäten mehr haben, keine Grundstücke mehr hatten, wo wir spontan was unterstellen konnten. Also haben wir uns gesagt, schaffen wir uns mal zwei Schiffe an. Mit der Privatsphäre ist das schon ein bisschen besser. Ihr seht, wie winzig klein diese Kabinen sind, aber da sind wenigstens mal nur zwei, drei Leute drin. Das heißt, du bist nicht ständig mit 20 Leuten auf deinem Zimmer. Ja, ist ja. Dann haben wir relativ häufig, das kennt ihr auch, Schule und städtische Gebäude. Da sind die Gegebenheiten sehr, sehr unterschiedlich. Da haben wir ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Die Einrichtung, normalerweise zumindest in Dortmund, sieht bei uns so aus, jeder kriegt ein Bett, einen Stuhl, einen Sonnenspind und pro vier Personen gibt es einen Tisch. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich schon mal auf so ein Bett gesetzt oder gelegt hat. Ich habe das mal ausprobiert. Da warst du noch bei in einer Flüchtlingseinrichtung. Ich meine, ihr seht mich, ich wiege jetzt nicht wirklich viel. Ich habe mich da draufgelegt, das Bett war niegelnagelneu, die Matratze war sogar noch eingeschweißt. Ich habe mich da draufgelegt und lag halt auf den Latten, ne? Mit meinen 60 Kilo. Drum, man kann sich vorstellen, jemand, der da ein paar Nächte drauf schlafen muss, ich habe jetzt schon echt Mitleid mit den Leuten. Ich möchte da nicht schlafen müssen. Wo kommt denn diese Matratzen her? Ich habe keine Ahnung, wo die gekauft haben, aber das sind halt die billigsten Schaumstoffdinger, die es irgendwo zu kriegen aber gibt. Genauso teuer wie die Hartkernmatratzen. Das kann sein. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt Schule, weil wir es ja gerade schon ansprachen. Es ist theoretisch so, meiner Erfahrung nach, dass meistens Schulbesuche erst dann angedacht sind, wenn die Leute auch in der Kommune angekommen sind und die dann eigentlich einer Schule zugewiesen werden sollen. Eigentlich zunächst ist es dabei auch noch so, die Erwachsenen haben erst Recht auf einen Integrationskurs, wenn sie auch als Flüchtling schon anerkannt sind oder einen Duldungsstatus oder sonst irgendwas haben. Vorher sind für die keine Kurse vorgesehen. Das heißt, diese ganzen Leute, die immer dastehen und sich aufregen, die wollten sich ja nicht integrieren. Das ist Stuss. Die kommen in die Einrichtungen und fragen sofort, wann fängt mein Deutschkurs an? Und dann können die Betreiber denen sagen, ja, dir steht gar keiner zu. Entweder wir haben ehrenamtliche Kräfte, die das übernehmen, oder es gibt für dich noch keinen Deutschkurs. Punkt. Mit den Kindern hingegen ist es so, eigentlich sind die ab dem ersten Tag, jedes Kind in Deutschland ist schulpflichtig, scheißegal wo es herkommt und wo es hin will, ob es Lust hat oder nicht. Ich diskutiere das im Moment häufiger mit meiner 7-jährigen Tochter, die davon überzeugt ist, nach dem ersten Schuljahr kann sie jetzt lesen und rechnen, sie muss da nicht mehr hin. Ich habe sie dann gefragt, was die Wurzel aus 9 ist, sie hat eingesehen, Schule macht noch Sinn, sie hat keine Ahnung, was die Wurzel aus 9 ist. Aber wie gesagt, auch für Kinder von geflüchteten Menschen gilt daher... Drei. Ja, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, theoretisch müssten die Kinder ab dem ersten Tag zur Schule gehen. Tatsächlich ist es aber so, dass es meistens mindestens 6 Wochen dauert, bis dann mal irgendwie gesagt wird, ah, in der Schule haben wir noch Platz für dich. Es ist auch im Gegensatz zu, ihr kennt das vielleicht von euren eigenen Kindern, wenn ein Kind zur Grundschule kommt, ganz früher, als wir noch klein waren, war es so, man musste die nächstgelegene Grundschule nehmen. Mittlerweile darf man sich die aussuchen.
Die dürfen sich gar nichts aussuchen. Die nehmen jetzt gefälligst die Schule, wo noch ein Platz frei ist. Und wenn die am anderen Ende der Stadt ist, ist das halt dumm gelaufen. Aber Kind muss halt zur Schule gehen. Hinzu kommt dann noch für den Schulbedarf. Kriegen die Eltern außerdem genau das, was man als Arbeitslosengeld II-Empfänger auch so zusätzlich kriegt, nämlich 70 Euro am Anfang des Schuljahres, sprich im August in der Regel, und 30 Euro dann nochmal nach dem ersten Schulhalbjahr. Ich habe keine Ahnung, wie jemand für 70 Euro einen Schulranzen kaufen soll und Schulzubehör. Ich habe zwei Kinder, die jetzt in der dritten und in der ersten Klasse sind, und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dafür kriegt ihr keine Schulmaterialien in ausreichender Menge. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass denen ja die Beträge eh schon gekürzt werden, verglichen damit, was ein Arbeitslosengeld II-Empfänger kriegt, habe ich nicht den leisesten Schimmer, wie die es schaffen sollen, ihre Kinder vernünftig für die Schule auszustatten. Aber nun ja, man denkt sich das so. Ja, bitte, warte. Da stand jetzt gerade 6 Wochen nach Ankunft. Also Ankunft in der Kommune, meine ich jetzt. Genau, das war jetzt die Frage, wo Ankunft, ja. Die letzte Punkt, wenn Sie in der Kommune... Genau, wenn Sie also wirklich zugewiesen sind, dauert es bei uns in Dortmund mindestens 6 Wochen, bis Sie in einer Schule sind. Fortschritt. Wieso? Wir sind tatsächlich... Ja, sind die aber ellenlang zu. 3 Monate. 3 Monate also wir, vorgesetzt. Also wie gesagt, das ist auch meine letzte Zahl, die ist schon ein paar Monate alt. Das kann sein, dass das schon wieder schlimmer ist. Das ist ja immer der Punkt, das wird ja täglich quasi dramatischer. Ich habe heute Morgen noch meine letzten Änderungen an diesem Vortrag vornehmen müssen, weil gestern dieses blöde Gesetz verabschiedet wurde. Aber ihr seht, wir sind jetzt also schon an dem Punkt, wo wir sehen, wir haben erstmal eine Herkunftskontrolle, dann komme ich in die richtige oder falsche EOE, dann komme ich entweder in die zentrale Unterbringungseinrichtung oder in die Notunterkunft, komme dann zu meinem Aufnahmeprozedere, dann komme ich endlich in die zentrale Unterbringungseinrichtung, so vorübergehend vom Land, wo ich von vornherein hin sollte, dann werde ich zugewiesen, dann komme ich in die Notunterkunft oder in die dezentrale Unterbringungseinrichtung. Von da aus komme ich dann wahrscheinlich irgendwann noch irgendwo anders hin und irgendwann darf ich vielleicht in eine Wohnung ziehen. Und jetzt stellen wir uns also vor, der Flüchtling kriegt eine Wohnung. Ganz früher hat unsere Sozialdezernentin so bis vor einem halben Jahr jedes Mal und immer wieder den Satz gesagt, den ich sehr schön finde: Menschen leben in Wohnungen, nicht in Sammelunterkünften. Mittlerweile traut sie sich nicht mehr, das zu sagen, weil auch in Dortmund wohnen die meisten geflüchteten Menschen in Sammelunterkünften, weil wir haben halt auch über viele Jahre keine Wohnungen gebaut, ne? Wir brauchen die ja nicht. Kurz gesagt, das Ganze ist also ein sehr, sehr, sehr umkämpftes Segment auf dem Wohnungsmarkt, gerade in einer Stadt wie Dortmund. Wir haben auch noch eine Uni, was viele Leute gerne mal vergessen. Wir haben wie vielleicht jeder weiß, wir sind eine recht arme Stadt. Die Leute bei uns haben halt so allgemein nicht viel Geld. Das heißt, gerade diese günstigen Wohnungen für Einzelpersonen sind bei uns mittlerweile ein Problem. Die Familien finden teilweise noch was, aber gerade die einzelnen geflüchteten Männer finden nichts mehr, wo sie unterkommen können, weil gerade die kleinen Wohnungen halt alle einfach weg sind. Das heißt, der Umzug passiert oft erst nach 7 Monate ist schon relativ gut. Meistens sind es mehr als 7 Monate, die die Leute in diesen Sammelunterkünften zubringen müssen, bevor sie dann endlich mal eine Wohnung finden. Das nächste Problem in den Wohnungen ist dann, es gibt keinerlei Unterstützung mehr im Alltag. Die saßen also in den Flüchtlingseinrichtungen und man hat ihnen erklärt, wo sie wie hinkommen, was sie machen müssen und hat ihnen bei allem geholfen. Die sind dann raus, die sind weg aus der Unterbringungseinrichtung, die sollen gefälligst zusehen, wie sie klarkommen. Es sei denn, sie haben halt irgendwelche Ehrenamtler, die sich um sowas noch mit kümmern. Dann kommen noch hinzu, sie haben dann jetzt vielleicht endlich irgendwann mal Anspruch auf einen Deutsch- oder Integrationskurs, aber dafür bräuchten wir halt überhaupt erstmal welche, die angeboten werden. Wir haben nämlich überhaupt nicht mehr genug Kurse, um diese Leute da alle unterzubringen. Also, ne, kluge Überlegung, was macht man denn am besten mal? Man sieht mal zu, dass man eigenes Geld verdient, weil man sieht ja, dass das in dem System nicht gut klappt. Da haben wir dann das nächste Problem. Wer also nur eine Aufenthaltserlaubnis, also schon eine Aufenthaltserlaubnis hat oder mindestens 15 Monate in Deutschland ist, der hat eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis. Wer aber nur bisher eine Aufenthaltsgestattung hat oder eine Duldung und halt noch in der Bearbeitung ist, der darf 3 Monate nach Antrag, da habe ich extra ein Sternchen hingemacht, damit ich das nicht vergesse, 3 Monate nach Antrag bedeutet, 3 Monate, nachdem ich meinen Antrag gestellt habe, wenn ich also erstmal in die zentrale Unterbringungseinrichtung komme oder in eine Notunterkunft und da erstmal 3 Wochen sitze, bis ich meinen Antrag endlich stellen kann, zählen diese 3 Wochen nicht, weil ich hatte noch keinen Asylantrag gestellt. Den kann ich, also diesen Antrag auf Arbeitserlaubnis kann ich erst stellen, 3 Monate, nachdem der Asylantrag gestellt wurde. Dann ist der Punkt, dann muss erstmal die Ausländerbehörde sagen, ja, ist okay. Dann muss die Arbeitsagentur sagen, ja, ist okay. Die dürfen auch beide Nö sagen, wenn sie Lust haben. Da gibt es also jetzt nichts irgendwie, was da besonders gegensprechen würde. Und dann ist der nächste Punkt auch noch, bevor aber dieser Flüchtling eingestellt werden darf, muss erstmal geguckt werden, ob es einen Deutschen oder einen anderen EU-Bürger gibt, der die gleichen Qualifikationen hat, den man zuerst einstellen könnte. Wenn also jemand sagt, der Satz Deutsche zuerst, sowas gibt es hier bei uns in Deutschland ja nicht, natürlich gibt es das spätestens auf dem Arbeitsmarkt. Bist du ein Flüchtling und hast noch keine Aufenthaltserlaubnis, dann sieh mal zu, dass du hier Arbeit findest. Das Problem ist nicht, dass die nicht arbeiten wollen, sondern wir lassen sie schlicht und ergreifend nicht.
Ja, wie sind also die Ausblicke für diese armen Menschen? Im Moment sieht es nicht so aus, als würde sich die Lage in den Krisenländern irgendwie verbessern. Viele, viele von diesen kleinen Flüchtländern, die wir ganz am Anfang hatten, wie der Libanon und sowas alles, die sind vollkommen überlastet, die sind völlig am Verzweifeln. Wer sich anguckt, wie diese Lager da aussehen, das sind keine Zustände mehr. Wir haben auch hier in Deutschland zunehmend kranke, schwache und alte Neuankömmlinge. Da kommen wir aber gleich noch mal kurz zu. Das werden nämlich auch nicht weniger werden. Und da sind wir selber dran schuld. Und wir haben ein Problem mit zunehmender Fremdenfeindlichkeit. Gerade so aus Dortmund könnte ich euch da jetzt ein Lied von singen, aber ich lasse das lieber. Und jetzt haben wir auch noch ganz zauberhaft nämlich eine Asylrechtsverschärfung. Da habe ich jetzt nur mal so ein paar Sachen rausgenommen. Das ganze Gesetz nennt sich ganz wunderbar Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz. Darum, ja, man vereinfacht und beschleunigt das jetzt. Indem man sich zum Beispiel hinstellt und sagt, Geldleistungen brauchen die nicht, wir machen wieder mehr Sachleistungen, weil die sollen gar kein Geld ausgeben, die sollen sich hier bloß nicht wohlfühlen, die sollen gleich merken, sie sind hier nicht willkommen, die sollen wieder weggehen. Außerdem möchten wir die jetzt nicht mehr 3 Monate in so einer zentralen Unterbringungseinrichtung oder in einer EAE sitzen haben, sondern wir möchten jetzt bitte, dass das mindestens 6 Monate sind. In diesen 6 Monaten, wie wir gerade gesehen haben, darf noch nicht gearbeitet werden. Das heißt, wir sprechen denen faktisch ein Arbeitsverbot für das erste halbe Jahr aus. Der größte Knaller ist dann, also einer der beiden größten Knaller, sind die speziellen Einrichtungen für sichere Herkunftsländer mit Residenzpflicht. Das heißt, Leute, die aus einem Land kommen wie den Balkanstaaten, die werden jetzt also in speziellen EAEs, das sind keine Lager, das sind auch keine Transitzonen, das sind nur spezielle Einrichtungen, werden da untergebracht, dürfen sich aus der Kommune dann auch nicht so großartig wegbewegen. Nein, wir halten die nicht gefangen, die dürfen sich ja bewegen, die dürfen nur nicht aus der Stadt rausgehen, damit das alles nicht so kompliziert wird und wir die schön im Auge behalten können. Und der größte Knaller ist eigentlich, dass wir das mit dem Familiennachzug jetzt auch aussetzen. Also wer als Syrer hierher kommt und dachte, er könnte seine Familie jetzt nachholen, nö, nicht mit uns, wir wollen die ja nicht alle hier rumhängen haben. Darum, die sollen mal schön alle selber flüchten, die ganzen alten Menschen, die ganzen kranken Menschen, die ganzen Kinder, die wir immer sehen, wenn sie dann abgesoffen sind im Mittelmeer. Wir möchten gerne, dass mehr alte Menschen, schwache Menschen und Kinder hierher flüchten. Ich weiß nicht, ob der Hintergedanke ist, dass dann möglichst viele absaufen und dann nicht so viele hier ankommen. Aber zumindest ist das so das, was uns jetzt in nächster Zeit bevorsteht, indem wir das Asylrecht vereinfachen. Und ja, die Integrationskurse werden jetzt außerdem kostenpflichtig für die Leute, die sie dann endlich nach diversen Monaten machen dürfen. Die sollen sich nämlich jetzt an den Kosten beteiligen. Also ne, so viel zu dem, die wollen sich ja nicht integrieren. Nein, Flüchtlinge dürfen sich jetzt an Integrationskursen mit Kosten beteiligen. Von den nicht erhaltenen Taschengeldern. Genau. Also das ist das, was so der Bund gestern so grob beschlossen hat. Ich habe mich bemüht, das nochmal schnell da reinzuschmeißen. Ja, ich persönlich kann immer nur allen mit auf den Weg gehen. Ich muss immer mit diesem Satz enden. Fremde sind Freunde, die du noch nicht kennst. Wir gehen mit denen langsam nicht mehr um, wie man mit Menschen umgehen sollte. Langsam? Spätestens jetzt gar nicht mehr. Und ich denke mir, wenn unser Staat sich schon nicht mehr menschlich verhält, bitte denkt dran, wenn ihr hier nachher wieder nach Hause geht. Ihr seid Menschen, das sind Menschen und bitte verhaltet euch so. Ich habe fertig. Und jetzt können wir diskutieren und haben ein Mikro. Jetzt dürft ihr auch Fragen und sowas stellen. Nein, er war schneller. Nein. Kurz eine Zigarettenpause machen vorher? Nee. Nee, gut. Du kannst dich an die Tür stellen und rauchen. Ich wollte gerade sagen, stell dich einfach an die Tür. So, bitte. Also, interessant, wie es jetzt in einer größeren Kommune läuft. Eben kam von ihm schon der Einwurf. Also ich komme aus einer kleinen Kommune, wir haben nur 12.000 Einwohner. Ist-Zustand war bis zu dem Zeitpunkt, dass viele Flüchtlinge kamen, dass wir eine Unterkunft hatten, die schon seit 30 Jahren besteht, eine ehemalige Bundeswehrliegenschaft mit ca. 60 Plätzen. Betreuung da fand durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung statt. Ein Flüchtling, der als Hausmeister eingestellt war und Reinigungskraft und sonst nichts. Betreuung null, Integrationskurse, ja, hier hast du einen Zettel, da ist die nächste Volkshochschule, da kannst du dich anmelden. Das war alles. Jetzt haben wir Luxus. Wir haben keine überlaufene kommunale Einrichtung. Nein, wir haben ja eine ehemalige Polizeischule. Da hat die Bezirksregierung 500 Flüchtlinge untergebracht. Die sind tatsächlich im Verhältnis zu denen der Kommune richtig gut betreut. Weil da sind ja dann wenigstens mal Betreuungskräfte. Die Kommune hat auch aufgestockt. Sie hat eine halbe Stelle mehr geschaffen. Ja.
wir haben ja auch noch obendrein ein paar Wohnungen belegt, weil wir haben ja, obwohl wir vorher immer nur Alleinreisende bekommen haben, dann ohne Vorankündigung auch mal ein paar Familien zugewiesen bekommen. Die mussten ja untergebracht werden. Aber wie beschult man die eigentlich? Da waren die Mitarbeiter dann total überfragt, hatten ja gar keine Erfahrung mit über Jahrzehnte. Mussten sich also erst mal da reinlesen. Also man merkt, da ist ein unheimlich breites Feld. Ja. In den großen Städten, kann ich mir vorstellen, sind die Mitarbeiter auch noch in dem Zustand, sie haben Kollegen, mit denen sie sich halt eben gegenseitig absprechen können, können sich gegenseitig das Know-how aneignen. In den kleinen Kommunen sind die Mitarbeiter alleingelassen. Wenn man nämlich mit denen redet, stellt man fest, der Rest der Verwaltung behandelt die schon fast wie Aussätzige. Bleib du mal mit deinen Problemen da hinten, wollen wir gar nichts von wissen. Das notwendige Geld darfst du von Konto A nach Konto B umbuchen, aber mit dem Rest wollen wir nichts von wissen. Also ich sitze ja in einer Fraktion mit den Linken und die Linken sind ja auch so jemand, der immer auf Arbeitsrecht und überarbeitete Mitarbeiter guckt. Darum, ich bin immer die, die dann nach den Flüchtlingen fragt und mein Kollege ist immer der, der nach den städtischen Mitarbeitern fragt. Wenn man sich bei uns die Krankenzahlen anguckt und insgesamt anguckt, was für Arbeitszeiten die mittlerweile haben. Also ich glaube sowohl meiner Sozialdezernentin als auch unserer Ordnungsdezernentin unbesehen, wenn die sagt, ja, wir haben am Wochenende mal wieder eine 24-Stunden-Schicht eingeschoben, weil wir brauchten einen neuen Krisenplan. Und das passiert denen ständig. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich stelle immer wieder fest, wo ich am Anfang da stand und mir dachte, wie können wir denn in Dortmund so schrecklich mit den ganzen armen geflüchteten Menschen umgehen? Jetzt, wenn ich mir angucke, wie das in anderen Städten abläuft, stelle ich ganz oft fest, in Dortmund ist schön, wir haben zwar ein Nazi-Problem, aber wir sind eigentlich total flüchtlingsfreundlich, ja, wenn wir diese 20 Vollidioten mal sehen. Okay, ein Nachschub, das Problem haben wir vielleicht ab morgen bei uns auch. Anscheinend versucht das gesamte rechte Spektrum, ja, geht's nach dem Motto Bürger stehen auf, da eine Demo abzuhalten. Wir versuchen uns von allen Seiten her querzustellen. Also sollte jemand aus dem Rheinland sein, darf morgen gerne ab 13 Uhr nach Linnich kommen und sagen, mit uns allen zusammen, Linnich ist bunt und bringt bitte einen Besen mit. Wir wollen die aus der Stadt kehren. Darf ich kurz noch mal zufragen? Das heißt, nein, ohne Mikro darfst du nichts fragen. Du bist auch. Bist du nicht dran? Dann gib's mir. Was denn? Sie war vorher dran. Ich wollte auch sagen, weil jetzt wer von euch schneller war. Ladies first. Das mit der Lady bereden wir noch. So, ich habe ein kleines Problem hier mit uns. Wir sitzen hier, eine kleine Gruppe, als kleine Partei, die zwar in Kommunen beteiligt ist, aber eigentlich nicht gehört wird. Nicht genug gehört wird. Ja. Nein, überall. Mehr oder weniger überall. Redet es euch schön, ist okay, aber es ist so. Das, was wir tun, ist nichts anderes, als was ganz, ganz viele Ehrenamtliche auf dem letzten, mit dem letzten Atem und der letzten Kraft auch noch tun. Eine Frage der Vernetzung und wie gut man sich vernetzt. Was ich möchte, ist, dass wir hier irgendwo auch mit einem klaren Signal rausgehen, dass in Deutschland etwas passiert und in Europa, was wir so nicht hinnehmen können und wollen. Dass nämlich die gesamte Justiz, die gesamte Polizei, inklusive der meisten Politiker, quasi Pegida und NPD kräftigst unterstützen, indem sie sich von A bis Z fremdenfeindlich verhalten. Das möchte ich irgendwo gerne so laut und so klar wie möglich hier rausblasen. Und ansonsten wissen wir ja mehr oder weniger alle, was wir zu tun haben. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Da ja hier viele sitzen, die jetzt kommunalpolitisch interessiert sind. Ich glaube, es sind nicht viele. Das, was du eben vorgetragen hast, ist ja wirklich vieles, wie es im Gesetz oder wie es ablaufen sollte. Das, was ich vermisst habe in dem Vortrag, ist, dass wir seit, was haben wir jetzt, November, seit 5,5 Monaten im Amtshilfeverfahren ja 4 Großstädte haben, die alles abnehmen, was Dortmund eigentlich noch leisten sollte. Also viele kommen gar nicht mehr bis nach Dortmund an. Deswegen kann ich jetzt, da ich aus der Landeshauptstadt komme, Kölner sind leider nicht da, die nehmen ja auch dieses Drehkreuz auf. Ja. Ja. Und
muss dazu jetzt nur mal als Erweiterung, weil das war ja dieser Ablauf, wie es eigentlich laufen sollte. Alle Menschen, also das sind ungefähr 5000 Menschen, die alle 48 Stunden noch zusätzlich, die gar nicht mehr bis nach Dortmund gebracht werden. Diese Menschen, und das ist, werden ungefähr zwischen 8 bis 9 Mal erstmal noch hin und her gefahren, bis man überhaupt die richtigen Unterkünfte gebracht hat, weil es geht nur noch darum, Zug kommt an, wie viel sind es denn drin? Ja, wo ist, so sind denn freie Plätze? Oh, das war leider nichts, dann kommt der Bus wieder zurück und dann geht es wieder hin. Das Problem ist ja auch, dass die Einrichtungen teilweise gar nicht wissen, dass der Bus kommt. So, und die stehen da, was? Richtig. Aber so, und das, nicht. Das, was einfach ist, und das ist, dass wir halt im Moment jetzt 5 Bezirksregierungen, obwohl wir eigentlich nur eine, nämlich Arnsberg, ist für die Verteilung zuständig. Die kriegen das aber auch nicht mehr gebacken, weil sie dieses System nicht können. Da wird mit Excel-Listen gearbeitet, wo ich mich echt frage, die erfassen, jeder erfasst anders. Ja, die einen mit Kindern, die anderen nach Frau und Mann, nicht nach Familie. Dann ist es so, da das jetzt Geld gibt vom Land, ja, macht das jetzt jeden Tag eine andere Organisation. Jeder macht das anders. Also das heißt, jeden Tag wechselt das System. Und du sagtest eben mir mit was raus. Und ich sag mal, ja, wir sind die Piraten und wir sind das Kleinste und eigentlich können wir nicht viel bestimmen. Und ich glaube, wir können in einem, und das ist, würden uns die Flüchtlingsorganisationen, die Flüchtlinge oder sonst was, wenn wir uns auf das Wesentliche, nämlich das, wie können wir die Kommunen, wie können wir die Flüchtlingsbetreuer helfen, nämlich indem wir Technik zur Verfügung stellen, indem wir einfach Programme zur Verfügung stellen, wie das Hackathon in Berlin hat, das war ein Riesenerfolg. Damit können wir punkten, und wenn wir jetzt die Probleme vor Ort damit aufzeigen, so kann man das viel besser machen. Und das, was das Schlimmste ist, sind halt die ganzen Gemeinden, die auf Landeseinrichtungen, wo das Land jetzt eine Riesenliste und wie jetzt zum Beispiel hier Linnich, 500 Plätze, ZUE, Zwischenaufnahmelager Linnich. So, und jetzt flippen die Kommunalpolitiker aus und sagen, oh, 500 Leute und die müssen dann mal müssen in die Schule und sonst was. Die sind, passt gar nicht, weil die werden ja genauso nach dem Schlüssel aufgeteilt, nur wir, die anderen Plätze sind nicht da, müssen erst aufgebaut werden. Und da müssen wir, und das ist ein Landtag und Landtagsfraktion, es muss endlich klipp und klar gesagt werden, dass wenn eine Landeseinrichtung kommt, ja, und die da ihre Landeseinrichtung haben und da jetzt plötzlich 600 Flüchtlinge mal so zwischen untergebracht werden, dass die gar nicht vielleicht Ewigkeiten bleiben. Es dauert zwar eine Zeit, bis die anderen Einrichtungen da sind, aber man sollte einfach eine Zahl veröffentlichen, wie viele Flüchtlinge nach dem normalen Schlüssel in jede Kommune kommen müssten oder kommen würden, wenn man die Gesamtflüchtlinge hier in NRW zeigt. Und dann wäre nämlich für die kommunale Politik es einfach zu sagen, okay, jetzt kriegen wir also 100 schulpflichtige Kinder. Das Problem ist, das können die nicht. Ich sage, deswegen sagen wir, da können wir aber den Druck aufbauen. Ja, und das sollten wir wirklich als Zeichen machen, weil wir haben genügend Kompetenz in dem Bereich. Mhm. Und das würde die NRW-Gemeinde, weil wir wissen halt einfach... Das Problem ist aber, dafür müsstest du halt wirklich planen können. Mhm. Dafür müsstest du wissen, es werden so und so viele Menschen nach Deutschland kommen, um ungefähr einplanen zu können, was soll da laufen. Also wir haben Dortmund ja schon den Vorteil... Die Schlüssel gibt es und die Zahlen sind auch bekannt. Ja. Da kann ich vielleicht was zu sagen, was aktuell ist aus dem Landtag. Nur zu der Zahlenproblematik. Ich gehe da jetzt nur ganz kurz drauf ein. Das Problem ist, die Kommunen kennen die Zahlen. Es wird immer eine Zahl rausgegeben, sogar eine Stückzahl. Wenn die Annahme stimmt, dass bis zum Ende des Jahres so und so viele Flüchtlinge ankommen, wissen die Kommunen jetzt schon genau, wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sie zum Beispiel aufnehmen sollen und so. Die Zahlen sind da, die kennen die Kommunen. Wenn sie sagen, dass sie nicht da sind, dann kann es nur an dem Problem liegen, dass keiner weiß, wie viele Flüchtlinge kommen. Weil die Zahlen, den Schlüssel, der ist auch bekannt, der ist völlig da. Ich weiß, in Dortmund gibt es auch immer eine Zahl, die halt vom Land irgendwie prognostiziert ist und unsere Sozialdezernentin rechnet dann immer noch so und so viele drauf, weil das Land immer zu niedrig ist. Also wenn wir hier über Zahlen sprechen, dann liegt das auch teilweise, denke ich, an der Ignoranz der verantwortlich Handelnden in den einzelnen Kommunen, aber auch an der Ignoranz der Verantwortlichen in den Ländern und im Bund. Wir haben 2012, wenn ich mich recht entsinne, darauf aufmerksam gemacht, dass Deutschland mit circa 1 Million Flüchtlinge zu rechnen hat. Das war 2012, da war die Krise im Nahen Osten.
Kosten nicht so dermaßen schlimm, wie sie jetzt ist. Die Krisen in Afrika haben sich verschärft. Und wir rechnen, müssen einfach damit rechnen, bis Ende des nächsten Jahres mindestens 2 Millionen Menschen bei uns unterzubringen. Ich weiß nicht, wie man da als Verantwortlicher in der Stadt sagen kann, die Zahlen, die uns vorgegeben sind, jucken mich erstmal nicht. So viel kommen wir nicht. Und vielleicht haben wir Glück, es sind nicht so viele Jugendliche und unbegleitete Minderjährige dabei. Was mich auch ärgert, und da muss ich Sabine recht geben, ist der Rechtsruck bei den Sicherheitskräften. Und ich merke es bei eigenen Kollegen von mir als Polizeibeamter ganz deutlich. Ja, dieser scheiß Rechtsruck zieht sich gerade durch die Sicherheitskräfte und aber auch in den Verwaltungen nach. Wenn mir ein Verwaltungsbeamter sagt, da sind nette, hilfsbereite Menschen, die kommen ja als Gutmenschen daher und machen unsere Arbeit kaputt, und da kriege ich einen dicken Hals und mit Kotzen, muss ich sagen. Passiert bei uns in der Gemeinde mir gegenüber diese Ausdrucksweise. Wir müssen eigentlich auch den Hilfskräften und Freiwilligenhelfern unwahrscheinlich dankbar sein, die tagtäglich in die Unterkünfte gehen, die Massen von Bekleidung, von sonstigen Gegenständen des täglichen Bedarfs sammeln, die Nahrungsmittel für Kinder, Babys sammeln, damit die Eltern überhaupt ihre Kinder hier durchbringen können, teilweise an hochwertige Nahrungsmittel gebunden, diese gar nicht finanzieren können. Ne? So eine komische Abtamil-Ausstattung für ein Neugeborenes, das kostet mal im Monat eben 180 Euro. Wovon sollen die das bitte schön bezahlen? Unterbringungen. Ja, wunderbar. Wir haben bei uns in der Kommune in Neukirchen-Flüelen beschlossen, 6 Quadratmeter pro Flüchtling vorzuhalten. Verbindlich. Verbindlich. Nein, das haben wir im Rat beschlossen, auf Antrag von Piraten im Übrigen. Wie viel Platz kriegt denn ein Schäferhund? Und sie bekommen, haltet euch fest, nicht über 3 Quadratmeter zustande. Die Verwaltung hintergeht diese Unterbringungsform permanent. Es ist genug Wohnraum vorhanden, der wird sukzessive ausgebaut, aber durch die Neuzugänge eben anders nicht belegbar. Freie Unterkünfte, Wohnungen werden angemietet. Eine 49 Quadratmeter Wohnung mit 10 Personen belegt ist überhaupt nichts. Ja. Aber sei froh, ich habe mal bei uns in Dortmund im Rat nachgefragt, wie groß die durchschnittliche Quadratmeteranzahl ist, die ein Flüchtling zur Verfügung hat. Daraufhin habe ich die freundliche Antwort bekommen, das könnte man so genau nicht sagen, weil die einzelnen Einrichtungen ja so unterschiedlich sind. Ich habe da noch mal erklärt, dass ein Durchschnitt für mich einfach nur ein Durchschnitt bedeutet. Darum, ich weiß nicht, was daran schwierig ist. Ich nehme Quadratmeter, nehme eine Anzahl von Menschen und teile diese Anzahl, aber das kriegt die Dortmunder Verwaltung leider nicht hin. Nee, also wir haben das, wie gesagt, in Beschluss gefasst. Der wird von der Verwaltung außer Kraft gesetzt, willentlich. Und wenn ich Gutmensch höre, dann weiß ich, wo ich bin. Ein anderes System ist natürlich, du hattest gerade angesprochen, die unterschiedlichen Verwaltungssoftwaren bei den Erstaufnahmeeinrichtungen im Bund und Länder überhaupt. Nicht, wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen einen Menschen erfassen, der dann in eine Notunterkunft kommt, von dort zur Registrierung soll. Wie jüngst bei uns geschehen, sind 300 aus unseren Registrierungsstellen nach Herford verbracht worden, weil Dortmund nicht mehr in der Lage war an dem Morgen, um 4 Uhr abgeholt, in der Früh, damit die Nachbarn ja nichts mitkriegen. Den Busfahrern wurde gesagt, fahrt nach Dortmund. Auf der Fahrt nach Dortmund fahrt weiter nach Herford und bringt die anschließend wieder mit zurück. In Herford angekommen, warten die Busse 2 Stunden, bis dann irgendein Busfahrer mal hingeht und fragt, wo sind denn unsere Fahrgäste zurück? Ja, die sind weitergeschickt worden nach Gießen und nach Wiesbaden. Ja, wunderbar. Raus aus Nordrhein-Westfalen, Bus weg mit dem Problem, abgeschoben. In Wiesbaden
angekommen, eine Familie, die, wo sich der Flüchtlingshilfekreis drum gekümmert hat, zwecks Familienzusammenführung, Vater und 9-jähriger Sohn leben hier in Nordrhein-Westfalen, Familie kommt nach, unregistriert, steht morgens vor der Haustüre, Erstaufnahmelager, Notunterkunft, war in dem Bus mit drin, kommt jetzt in Wiesbaden an, hatte zwischendurch hier in Nordrhein-Westfalen Gesundheitscheck hinter sich, kommt in Wiesbaden an, ja, der Gesundheitscheck interessiert uns gar nicht, das ist Nordrhein-Westfalen, wir sind in Hessen, also nochmal das ganze Prozedere von Anfang an. Mittlerweile 6 Monate in Deutschland, immer noch nicht ordentlich registriert und bearbeitet. Wie gesagt, Arbeitserlaubnis 3 Monate nach Antragstellung. Ich fand deinen Vortrag gerade sehr interessant, vor allem aus der Sache, ich kriege es derzeit eigentlich nur aus der Perspektive von Wuppertal mit. Und jetzt kommen wir eigentlich zu Piraten und Kommunales, wo ich jetzt auch nochmal ganz stark unterstützen will. Es ist, soweit ich das jetzt auch vom Land aus beurteilen kann, hängt es unheimlich davon ab, wie engagiert die jeweilige Stadt und die Angestellten in der Stadt sind. Ich kann aus Wuppertal eigentlich nichts Schlechtes berichten. Ja, ich könnte jetzt fast schon, wenn ich mir andere Städte angucke, bei vielen Sachen echt schon fast Lobgesänge da abgelassen, wie die damit umgehen. Ja, die haben teilweise Busfahrer aus dem Verkehr gezogen, nur weil sie die Leute nicht schon wieder fahren lassen wollten. Die haben teilweise gesagt, ist okay, wir übernehmen die Kosten für einen Tag, weil das geht nicht. Dann machen wir eben irgendwie, kriegen wir das auch mit einer Doppelbelegung hin an dem Tag, weil die eben auch genau von denselben Problemen stehen, die ja hier besprochen worden sind. Die Stadt weiß gar nicht, wie viele Flüchtlinge ankommen. Ja? Wuppertal kämpft jetzt darum, dass Leute, die nach Wuppertal gekommen sind und dort jetzt erstmal in dieser, das müsste die noch sein, bevor die den Kommunen zugewiesen wird. Also es ist zwar schon eine kommunale Unterbringungseinrichtung, die von der Stadt geführt wird, aber es ist noch klar, dass die eigentlich nicht in Wuppertal bleiben sollen. Wuppertal kämpft jetzt darum, dass diese Menschen dort bleiben können, denn die sind schon seit ein paar Wochen in der Turnhalle untergebracht und haben auch schon Kontakte geknüpft. Es gibt eine große Gruppe, also auch mit den Hilfsorganisationen. Die Kids gehen zum Teil schon in die Schule bei uns. Ja, das ist also alles bei uns, kann ich nur sagen, so. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass andere Kommunen bei Wuppertal nachgefragt haben, wie macht ihr das denn eigentlich? Wir haben ein Projekt bei uns in Wuppertal, das heißt Do It. Das heißt, das ist für mich das beste Projekt, was ich bis jetzt gefunden habe, wie man mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen umgehen kann. Deswegen kommt es unheimlich darauf an, wie die Kommunen vor Ort handeln. Jetzt mal scheißegal, was davon, was im Bund und im Land gemacht wird. Es hängt unheimlich davon ab, wie die Kommunen handeln. Und da sind wir Piraten, wenn wir jetzt kommunal sind, zumindest gefordert, finde ich, da zumindest aufzuzeigen, wo Kommunen besser machen sind, sich andere Kommunen anzugucken, die es besser machen, diese Beispiele in den eigenen Kommunen einbringen und so. Das ist jetzt eigentlich, würde ich sagen, die Aufgabe im Bereich Flüchtlinge jetzt der Piraten auf kommunaler Ebene. Oder anders ausgedrückt, ich würde mich unheimlich freuen, wenn das irgendwie halbwegs funktionieren würde. Und da sind wir wieder bei der Vernetzung, damit man nämlich genau die Sachen zumindest auch zentral machen kann. Muss ja nicht jeder das Rad jedes Mal neu erfinden für seine Kommune. Also von daher, ich finde es sehr, sehr wichtig, und da will ich mich Sabine nochmal ganz klar, es ist verdammt wichtig, dass die Piraten jetzt da auf der kommunalen Ebene ein Auge drauf haben. Ja, ich habe zu einigen Sachen was zu sagen. Zwar fangen wir an mit den Rechtsrot. Meiner Meinung nach ist das so, es ist mittlerweile, braucht keiner mehr Angst haben, durch unsere Justiz und so weiter, ja, offen zu zeigen, dass er rechts ist und auch so zu handeln. Das ist meine Meinung. Also die versteckten Rechten sind immer da gewesen. Nur jetzt wird nicht mehr mit dem Finger drauf gezeigt, sie kriegen keine Repressalien mehr, gar nichts, sondern sie werden applaudiert, sie kriegen Beifall für das, was sie machen. Und das ist das Schlimme. Ja, und da ist immer, es war ein schöner Bericht im Internet drin oder was, ich saß Leuten gegenüber, die Augenpaare von den Rechten, da habe ich angeguckt und so weiter, ja, da habe ich dazu geschrieben, ich sage, wir müssen mehr Augenpaare werden, damit wir das Duell gewinnen. Das ist Nummer eins. Aber der Aßmann ist nur so ein Depp, der Banane. Ja, aber der Konsens, ja, wir müssen immer mehr Augenpaare werden. Wenn wir merken, da ist irgendwas, müssen wir dazustehen, ja.
Dann ist das Zweite, was passiert bei der ganzen Sache. Wir reden jetzt schon von in Wohnung und sowas alles, ganz wichtig. Ja? Aber wir werden diesen Monat wieder Drehscheibe in Dortmund. Ja. Es stehen Tausende von freiwilligen Helfern schon parat und warten wieder, um helfen zu können. Wir haben aber das Problem, ja? Es gibt keine offizielle von der Bahn keine offizielle Auskunft, wenn Züge verspätet kommen. Die letzten, die in Dortmund angekommen sind, waren 850, die sollten abends um 10 ankommen. Da haben wir mit 150 Mann gestanden. Dann sollte 450 noch um 12 kommen. So, weil aber Verdacht auf irgendwelche ansteckende Krankheiten im Zug war, wurde der ICE unten innerhalb der Strecke 3-4 Mal für längere Zeit angehalten. Also morgens um 5 Uhr sind die letzten eingetroffen und innerhalb von einer Stunde sind 1300 Leute reingekommen. Die mussten wir verköstigen und durften. Entschuldigung, nicht mussten. Ja, durften wir verköstigen und so weiter. Mussten, sonst macht's ja keiner. Bitte? Mussten, sonst macht's ja keiner. Ja, damit will ich nur sagen, also das Ehrenamt oder was, kleine Piratenpartei oder was, ich gehe da nicht hin als Pirat, ich gehe da als Mensch hin, obwohl die wissen, dass ich auch Pirat bin. Ja? Um da zu helfen, weil Piraten helfen auch da mit Routern, um das zu machen. Aber was gestern passiert ist, dass der Nachzug von Familien gecancelt wurde. Da ist vor ein paar Wochen schon der Anfang gewesen, dass die verboten haben, Freifunk in Unterbringungen, in Schulen und sowas zu machen. Also die brauchen ja gar nicht nach Hause mehr telefonieren. Wir haben ja sowieso vor, ja, denen das zu canceln. Ja, also es ist im, ja, es ist im Endeffekt fast mit Ansage. Eine Sache noch dazu habe ich vorhin kurz mit der Gesundheitscheck angesprochen. Wenn die ankommen, haben die freiwilligen Helfer keinen einzigen Schutz. Die kriegen nicht gesagt, ihr müsst jetzt das und das und das müsst ihr beachten. Ja? Und da finde ich, da müssten wir auch sehen, von der Politik her oder was, dass wir da irgendwie was hinkriegen. Wir haben das in Dortmund ganz einfach gelöst. Wir werden zwar wieder Drehscheiben, ja, aber da dürfen keine Flüchtlingshelfer mehr helfen. Wir brauchen da keine ehrenamtlichen Helfer. Das ach, alles so, dann ach, das kriegen die jetzt so mit den Tauben, bin ich mal gespannt. Alles klar. Denn, ja. Aber das ist ja genau das. Können wir mal weitermachen? Ja, gerne. Das mit dem Freifunk ist ein Punkt, weil wir da nämlich erhebliche Probleme im Moment wieder haben, wegen Störerhaftung etc., dass auch bei uns vom Kreistag Freifunk abgelehnt wurde. Das heißt, ich kriege in eine Notunterkunft keinen Freifunk. Die sitzen da weit ab vom Ort, müssen mit paar Fahrräder sind ihnen geschenkt worden, müssen dann in mehrere Kilometer in den nächsten kleinen Ort fahren, um überhaupt irgendwo Menschen zu sehen und was einkaufen zu können. Das Ganze ist ziemlich traurig. Und wenn wir als ehrenamtliche Helfer uns irgendwo engagieren wollen, dann geht das nur über die Flüchtlingsräte. Also die gibt es überall. In Paderborn gibt es einen Flüchtlingsrat, die gibt es überall. Da kriegt man alle möglichen und nötigen Auskünfte auch. Da kann man auch sagen, wir brauchen dringend irgendwo offiziell jetzt auch Stellen, die man auch nachgucken kann, wo man Sachen hinbringen kann, zum, wie warme Winterkleidung oder Decken oder ähnliches mehr. Das sind so Sachen, die kann man organisieren. Was wir nicht organisieren können, ist die Nicht-Umsetzung einer Merkel-Aussage. Flexibilität und Fantasie, damit sollen die Deutschen doch bitte jetzt dieses Problem handeln. Sie tun es nicht. Es sind Bürokraten, es sind, ich will sie nicht alle schlecht machen, aber ein großer Teil sind Bürokraten und Beamte und die wollen es so machen, wie es immer war. Die haben ihr Formular A, B und C. Wir kennen das, den Witz mit dem sowieso Formular Nummer 48, 50. Ja, deswegen sind sie auf die neue Situation Manfred ja nicht eingestellt, weil sie es so machen wollen, wie es immer war und immer, und das gab es noch nicht. Also, und flexibel sind sie nicht. So, des Weiteren, es passiert auch jetzt in NRW, auch in Gegenden, wo es normalerweise relativ harmlos war, Folgendes. Ich lese euch nur eine ganz kurze Passage vor aus einem Brief der Alternative für Deutschland, Bezirksverband Detmold, an, und das ist beachtlich,
Es war keine Postwurfsendung, war kein, nicht so im Brief. Offiziell Frau Kreistagsabgeordnete Sabine Martini. Ein langer Brief, ekelerregend insgesamt, aber dann kommen solche Sachen wie: Dies manifestiert sich in exorbitant gestiegenen Fällen von Gewalt, mannigfaltiger Vergewaltigung, Missbrauch von Kindern, sexuellen Übergriffen, erzwungener Prostitution, Überfällen, Krawallen, Massenschlägereien, Diebstahl, Vandalismus, Zerstörung von Unterkünften, Mobiliar und Kleidung sowie der Gefahr potenzieller mitgereister Terroristen, Dschihadisten, IS-Kämpfer. All das wird nicht thematisiert und gerne unter den Tisch gekehrt und so weiter und so fort. So, das ist etwas, ich nehme mal an, dass das bei uns im Kreistag nicht nur ich bekommen habe. In unserem Kreistag saßen zwei AfD-Mitglieder, die sind angeblich nach diesem letzten Parteitag aus der AfD ausgetreten und sind jetzt bei der DIP, bei der Freie Bürgerinitiative, FBI. Da sitzt einer drin und mit den beiden zusammen machen die eine Fraktion, weil FBI, 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 ja. Und die arbeiten, die haben Geld, die arbeiten damit, die hetzen auf. Wir haben diese dicken Zentren bei uns, das war früher mal Floto, das ist zum Teil aufgeflogen, aber auch nur zum Teil, da waren Nazis. Wir haben sie überall und sie werden leider immer lauter. Was setzen wir dagegen? Was mache ich mit so einem Brief? Einmal, du hattest dich vorhin gemeldet und warst dann weg. Ich habe dich nicht vergessen. Ja, ich habe aber er hat es vergessen. Nee, ich hab selbstverständlich nicht vergessen. Für die, die das nicht wissen, ich bin aus dem Kreis Düren. Bei uns läuft alles etwas langsam, aber obwohl wir nur ganz wenige sind, wir sprechen nicht drüber, wir machen. Oftmals im Hintergrund und ohne, dass die Namen in irgendwelchen Presseverlautbarungen ständig aufgeführt werden. In dem Augenblick, wo man den Leuten, auch den kommunalen Entscheidungsträgern, mit den richtigen Argumenten und mit einer ordentlichen Motivation kommt, kann man etwas erreichen, auch für Flüchtlinge. Und zwar, indem man das richtig macht. Man darf nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ihr müsst jetzt alle so machen, wie wir das denken. Man muss ordentliche Vorschläge haben, die praktikabel umsetzbar sind. Und wenn man das auch noch anbietet, indem man sagt, ihr braucht kein Manpower da zur Verfügung zu stellen, wir machen das für euch, lasst uns das machen, dann kommt es am Schluss auch zu etwas, wo sie alle was von haben, nämlich: Es wird keine Zeit verschwendet durch ständiges Gegenanlaufen. Die andere Seite muss nicht ständig abblocken und sagen, das geht so nicht. Und am Schluss kommen die Flüchtlinge zu dem, was sie wirklich brauchen, nämlich einer Möglichkeit der Kommunikation. Ein typisches Beispiel ist unsere Beschlussvorlage für den Kreis Düren. Die ist jetzt nur noch formell, denn in Wirklichkeit sind die da dort angeführten Vorkommnisse schon längst ausgeführt. Die Router stehen schon in den Rathäusern und in den Verwaltungen und das läuft alles. Wer es wissen will, guckt sich Jülich an, guckt sich Lienich an. Es gibt ja für den Freifunk überall diese Landkarten, wo die Punkte zu sehen sind. Wird man auf Anhieb sehen, bei uns läuft es. Ohne dass wir jetzt großartig vorher irgendwelche Finanzmittel locker machen müssen. Selbst Gemeinden, die im Nothaushalt sind, können die 150 Euro für ein paar Router ausgeben. Machen Sie es auch. Ich finde das jetzt interessant, dass der Antrag jetzt für ein Verwaltungsgebäude ist und wir sprechen gerade über die Flüchtlingsunterkünfte. Es ist ja einfach so, also auf den Geländen, wo teilweise die Leute jetzt untergebracht sind vom Land oder da, wo die Kommunen auf die glorreiche, oh super, da ist noch Baurecht, da können wir Wohnbebauung bauen, freie Fläche, super, Container hin. Also wir haben in Düsseldorf oder auch, auch mit Sicherheit bei euch, wir haben eine Liste von 84 Standorten über ganz Düsseldorf verteilt. Davon sind
nur 34 überhaupt ans Internet angeschlossen. Also die anderen haben noch nicht mal einen Zugang. So, und jetzt beginnt halt dieses Spielchen, wenn du jetzt über hunderte von Metern durch den Wald oder sonst was sowas legen musst. Deswegen, das sind ganz andere Probleme, die, ich sag mal, jetzt in den Flüchtlingsunterkünften sind. Das Thema ist auch einfach so, es ist ja auch Freifunk gedacht, man läuft da rum. Die Leute sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das heißt, die loggen sich auch alle gleichzeitig ein. Das heißt, es ist schon ein bisschen komplizierter. Es gibt die Möglichkeiten, ja. Trotzdem kostet es weitaus mehr Geld als diese normalen Standardrouter. Aber da möchte ich jetzt auch nicht drauf zurück, sondern das, was ich halt wirklich wichtig finde, man hört es ja immer wieder, es gibt bestimmte Projekte, ja, die in bestimmten Städten gut ankommen. So, und ich sage ja, das ist unser Vorteil, ob wir in der Opposition sind oder ob wir im Rathaus sitzen oder nicht im Rathaus sitzen. Es gibt überall Facharbeitskreise und man muss sich diese Sachen nur einfach weitergeben. Und auch wenn man, das kriege ich immer mit, wenn ich so Leute, ich bin ja auch jetzt Kommunalpolitiker, die in der Opposition sitzen, ja, die Verwaltung gibt uns die Daten nicht und wir fragen ja immer. Nee, man soll nicht fragen, sondern einfach hingehen und sagen, so, lassen Sie uns versuchen, dieses Problem zu machen. Jeder Ratsherr, der dieses Mandat hat, kann mit seiner Verwaltung sprechen. So, und wenn ich nicht den politischen Auftrag mache und sage, die Piraten, die hätten die Lösung X, die haben sie so nicht, weil dann sagen sie, hier, was macht denn der Landtag? Ja, könnt ihr mal ein paar Vorschläge einbringen für uns? Weil es sind ja alles Landesvorgaben, aber man kann mit den Leuten vor Ort sprechen. Ja, und dann hört man plötzlich auch, warum, wieso ist die oder die Entscheidung getroffen worden, weil man will ja auch offen kommunizieren. Aber ja, und das machen halt viele nicht. Die wollen das politisch umsetzen, muss gemacht werden. Ja, aber das beste Beispiel war jetzt hier in unserem Umkreis. Das sind alles Landeseinrichtungen, wo uralte Listen sind. Da kommt das Land hin und ruft die morgens an. Ach, übrigens, wir reaktivieren unsere zentrale, was auch immer, Gebäude morgen. Ja, 300 Flüchtlinge. Sind aber schon unterwegs. Aber ihr seid ja kommunale Behörde, ihr seid ja für die Erstausstattung zuständig. 12 Uhr sind die da. Und zu deinen Zügen, das ist halt die Regelung, die im Moment noch gilt. Also die Züge fahren ja zentral von Passau oder von diesen Lagern im tiefsten Bayern weg. Und mit dem Eintritt in diese Züge wird den Leuten ja mitgeteilt, der Zug fährt wie ein Zug. Der Zug, du kannst an jedem Bahnhof aussteigen und du kannst auch machen. So, und jetzt ist es halt einfach so, du glaubst nicht, wenn du jetzt mal mit den anderen Städten, die da so zwischenliegen, wie Mannheim, Stuttgart oder je nachdem, wie der Zug fährt, was teilweise da los ist. Ja, da stehen ja dann hunderte von Freiwilligen, die sagen, kommt raus aus dem Zug, die dann wollen hier wieder weiterfahren, die anderen wollen nach Hamburg, die kennen das, den ganzen Plan nicht. Und diese Verzögerung, ja, der Zug hat die letzte Priorität auf der Bahnliste. Ja, das heißt, die fahren nicht durch, so wie es mal geplant war, sondern der hält. Und wenn der ICE, der Regionalzug, der Güterzug dann da ist, dann wartet der erstmal in dem Bahnhof, bis der wieder einen freien Slot kriegt. Und dadurch kommen diese Verzögerungen und darauf ist das System auch nicht vorbereitet. Die sagen, wenn der Zug pünktlich fährt, würde der kommen um 10 Uhr. Und dann kriegst du von den einzelnen Bahnhöfen, das ist dann wieder dieses Land, jedes Bundesland hat ein eigenes Zuginformationssystem und erst wenn er in NRW, also irgendwo Köln, Koblenz oder hinten an der Grenze, nach NRW einfährt, dann kriegst du erst die Originalzeiten und das ist halt auch das Problem. Darf ich hier mal kurz unterbrechen? Wir sind theoretisch schon in eurer Pausenzeit angekommen. Wir weitermachen müssen wir aber nicht. Toso hat mir gesagt, ich soll euch sagen, um 13.30 Uhr wieder in Raum 222. Es ist jetzt irgendwie 10 nach 12 oder so. Also wenn ihr das Bedürfnis noch habt, hier weiter zu diskutieren, können wir das von mir aus machen. Aber ansonsten dürft ihr auch Pause haben. Bei mir ist so der Gedanke, die ganze Zeit rauchen. Das heißt, dieser Slot ist jetzt auch beendet. Wie gesagt, das hängt jetzt ein bisschen von euch ab. Also ich kann hier noch länger rumhängen. Dann machen wir noch einen Moment weiter. Wie ihr mögt. Ich wollte nur nicht, dass hinterher jemand schimpft, der hat nicht genug Pause gehabt. Hallo. Wenn wir jetzt aufhören, ist dieser Slot beendet. Ich würde eher mal nachfragen wollen, ist der wirklich beendet? Haben wir irgendetwas, was wir gemeinsam irgendwo noch klären, machen, tun? Darum war ja jetzt meine Frage. Ganz kurz bitte, bevor wir jetzt einfach so tschüss, bis später. Oder genau, darum wollte ich euch ja jetzt fragen, habt ihr das Bedürfnis, dass wir noch einen Moment weitermachen? Oder, ich glaube, dass dieser Slot weder in diesem noch im nächsten Jahr gekriegt. Ja, aber wir haben alle verstanden, was sie meinte. Also das, was ich gut fände, und deswegen, das ist ja das, wo ich gerade nicht schnell komme, wenn das bei uns nicht anfängt. Jeder, der hier sitzt, kommt eventuell aus einem anderen Ort. So, wir sollten hier einfach mal für uns aufnehmen. A, diese Problematik wird uns noch Ewigkeiten. Wer hat was? Nämlich, wie viele eigene Flüchtlinge habe ich, wie viele ZOEs oder vom Land?
So, und dann können wir nämlich machen, wenn nämlich wie Linnig 800 Landesleute, 50 Freiwillige oder wie Meerbusch, ja, 200, aber 1400 Landesflüchtlinge. Dann sind die Sachen, dann bringt es nichts, kommunal sowas zu regeln, sondern dann geht es wirklich über den Landtag, weil da muss der Druck aufgebaut werden. Bei uns ist es zum Beispiel, wir haben 6000 eigene, ja, und wir haben nur 1400 vom Land. Ja, und da sind ganz andere Probleme. Bei euch in Dortmund weiß ich nicht, wie das ist. Ihr habt, glaube ich, die 17.000 komplett angerissen. Ihr habt gar nicht so viele. Die Flüchtlinge, die wir da haben, sind ungefähr 1% der Stadtgröße, also so um die 6.000. Ja, aber wie viel sind Landbezahlte? Das sind die, die wir kommunal aufgenommen haben. Die in der EAE werden nicht mitgezählt in dem Zusammenhang, weil die sind ja immer nur ein paar Stunden da. Die sind ja gleich wieder weg. Ja, wir haben teilweise, dass über 1000 Leute am Tag in der EAE waren. Die sind irgendwann im Laufe des Tages da gewesen, aber die bleiben nicht bei uns. Ja, aber es gibt ja trotzdem Unterschiede zwischen Landesanrichtungen und kommunalen Einrichtungen. Ja, aber das, darum sage ich ja, das sind die uns Zugewiesenen. Das sind die, die wir kommunal zu versorgen haben. Das in der EAE wird uns zwar mit angerechnet, diese 400 Plätze, die wir da haben, aber das sind keine Leute, die dann in der Statistik auftauchen als Menschen, die bei uns sind. In dieser Statistik mit den 6000 Leuten sind wirklich die drin, die uns zugewiesen sind, die jetzt bei uns in Dortmund leben. Es gibt ja auch noch einen Riesenunterschied zwischen Frank, es gibt ja auch noch einen Riesenunterschied. Sitze ich als Stadträtin in Delbrück in der Kleinstadt oder in Paderborn in der Großstadt oder sitze ich als Kreistagsabgeordnete im Kreistag? Denn die Informationen kommen bröckchenweise. Das heißt, im Kreistag sehe ich, was im gesamten Kreis passiert, muss aber extra in Delbrück mich erkundigen, wie viel habt ihr denn jetzt wo untergebracht? Wobei ich, wenn in Privatwohnungen untergebracht bin, es noch nicht mal erfahre. Sie sagen es mir nicht. Ich sehe aber, dass zum Beispiel in Büren im Abschiebeknast plötzlich neu dazugekommen ist, wieder eine Riesenabteilung für 200 oder noch mehr Leute, Asylbewerber, die da untergebracht werden. Ich sehe eine Schule, in der 57 Männer untergebracht werden. Ich sehe dann, wenn ich da hinfahre, dass da niemand ist. Ich frage, wer kommt denn wann wie? Das Ganze sieht aus wie Sau. Es kümmert sich keiner. Das sind so Sachen, da muss man selbst hinfahren, da muss man sich erkundigen jeweils. Im Kreistag habe ich jetzt am Montag die Zahlen gekriegt. Ganz klar, was nach dem Schlüssel, was wird uns zugeteilt, was ist im Moment da, aber was bis Ende des Jahres noch passiert, weiß dann natürlich auch keiner. Was allerdings passiert oder beziehungsweise nicht passiert, ist irgendeine Art von Flexibilisierung des Ganzen. Und da hake ich ein und frage immer wieder nach, warum muss das so pingelig gehandhabt werden? Warum muss es diese Vorschrift geben? Warum müssen die Fahrscheine haben? Warum muss das und das und das passieren? Da können wir was machen. Aber es ist schwierig und man muss eigentlich ständig sich unbeliebt machen. Ja, ich habe auch die Problematik der Übersetzer oder wo kommen die Leute tatsächlich hin? Wer ist für welche Nationalität tatsächlich zuständig? Denn wir bekommen ja in den Kommunen die Flüchtlinge entzugewiesen in den meisten Fällen und dürfen dann Übersetzungen basteln, Willkommensbriefe basteln, das ist auch eine Schwierigkeit. Haben wir irgendwo schon irgendwas entworfen? Wäre gut, wenn wir die Vernetzung aus den Kommunalbereichen heraus bis ins Land über die Flüchtlingskonferenz hinaus besser auf die Reihe bekommen, nicht? Also da muss man sich auch schon was einfallen lassen und jeder, der in der Flüchtlingshilfe aktiv ist, weiß, was für eine Sauarbeit es ist, so ein Empfangsschreiben 1000-mal neu übersetzen zu lassen. Es gibt das Facebook. Ich stell mich erstmal kurz vor, Nicole Malmedé. Ich soll heute Nachmittag, glaube ich, um 16 Uhr berichten über meine, genau, ich bin das. Ja. Es gibt dieses Facebook, da habe ich gerade 10.000 Stück von mitgebracht aus Zagreb, die allerdings an die Drehscheibe in Köln gehen. Die sind gedruckt worden von einem Schweden, die haben das den Kroaten zur Verfügung gestellt und davon haben wir einen ganz großen Teil nach München gebracht. Ich glaube, wir haben jetzt 1.000 und die haben irgendwie 8.000 Stück in München.
Und das gibt es aber auch auf Wiki, ja nicht Wikipedia, aber irgendwo im Internet gibt es das runterzuladen. Und da das Satzbuch sozusagen, Phrasen, das ist in den wichtigsten Sprachen ist das mit Übersetzungen. Zu dem, was. Und Arabisch. Ja, Arabisch, genau. Alle Dialekte auch noch, ja. Was man auch machen kann, wir haben ja den politischen Geschäftsführer unserer Partei hier, wir haben die Landtagsfraktion hier, wir haben die Öffentlichkeitsarbeit hier. Dann spricht man zum Beispiel den Manfred an, der kann dann mit uns und der Fraktion zusammen gucken, wie man so ein vorgefasstes Schreiben oder so wie ihr das haben wollt, wie ihr das braucht, wie man das aufsetzt und euch das zur Verfügung stellen. Jede ist ja nicht nur für uns. Manche Kommunen denken gar nicht dran, dass es tatsächlich Willkommenskultur geben kann und in welcher Form eine Willkommenskultur gelebt wird von den Helferinnen und Helfern. Neben den amtlich verpflichteten Organisationen, wie beispielsweise Diakonie, DRK, die ja für uns auch in den einen oder anderen Kommunen tätig werden oder Caritas oder was auch immer. Ja, wenn ich sehe, was hilfesuchenden Menschen von diesen Organisationen an die Hand gegeben wird, kommen mir Tränen in die Augen vor Lachen und Weinen zugleich. Es ist nämlich nichts. Gut, dann würde ich jetzt gerne noch so zum Schluss sagen, ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer als vorher. Ich denke mir immer, es macht Sinn, überhaupt zu wissen, wovon man redet, vor allem mit diesen 3 Milliarden Abkürzungen. Mir hört sowieso keiner mehr zu. Doch, gerne. Darum, ich hoffe, ihr habt zumindest ein paar von diesen nervigen Abkürzungen mitnehmen können, um euch zu merken, was macht so ein Flüchtling eigentlich durch, bis er bei euch irgendwann ankommt.